nachdem beide Distrikte da sind. Wir müssen pünktlich anfangen, weil, ich sage es gleich am Anfang, einer der Distrikte, der Henrik, einen weiteren Termin erlaubt hat und relativ früh wieder verabschiedet. Deswegen spreche ich ein wenig. Ich bin zu leise. Ja, ich schreie einfach. Danke doch. Nee, nicht ohne. Also, wir haben hier zwei Vertreter aus zwei unterschiedlichen politischen Richtungen eingeladen, die inhaltlich wohl etwas auseinanderliegen. Das war ja der Sinn der Sache auf dieser Einladung. Herr Henrik ist ganz sicher von der Richtung her eher pro Stuttgart 21 ausgerichtet. Bei Herrn Gastel entweder kritisch begleitend oder mehr, weiß ich noch nicht so genau. Das müssen wir heute noch herausbekommen. Ich begrüße zunächst mal die beiden ganz herzlich, dass sie bereit erklärt haben und Sie als Publikum auch. Wir haben einen Vertreter. Ich möchte auch noch den ersten Bürgermeister aus Filderstadt, Herrn Koch, herzlich begrüßen, der heute auch da ist. Wir stellen uns den Abend folgendermaßen vor. Zunächst wird unser Verkehrsfachmann, Herr Baubürgermeister AD Frank Distel, die drei Filter Hauptvarianten, wie sie der Lenkungskreis weiterverfolgen will, kurz vorstellen. Und zwar ohne Wertung zunächst. Und dann werden wir in die Diskussion eintreten mit den beiden Kontrahenten, worum ich bitte ist, dass sie kurze Antworten geben. Sie wissen, je kürzer die Antwort, desto besser kommt sie im Publikum an. Dann soll nach dieser Runde der Diskussion, weil ja dann auch ein Vertreter gehen wird, soll unser Fachmann Herr Frank Distel nochmal das Wort ergreifen und jetzt unsere Variante, die wir auch ausgearbeitet haben, und die anderen jetzt bewerten, so wie es die Schutzgemeinschaft Filter sieht. Und danach treten wir dann ein in die Diskussion mit dem Publikum, beginnend mit einem kurzen Statement der SPD, die nun hier nicht vertreten ist, hat nicht zuletzt auch den Grund, dass in der SPD die Meinungen zu Stuttgart 21 extrem auseinandergehen und es schwierig ist, hier dann einen Vertreter herzusetzen. Jetzt also Frank Distel, übrigens auch SPD, mit der Kurzvorstellung der wesentlichen Varianten. Vielen Dank, lieber Steffen Ziegel. Wie gesagt, ich mache es jetzt zunächst mal ganz kurz, um möglichst rasch die beiden Bundestagsabgeordneten zu Wort kommen zu lassen. Wir haben hier als erstes einen Überblick über die Filtersituation insgesamt. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen es. Hier oben wäre die Rohrer Kurve. Ich habe hier, glaube ich, auch ein Mikrofon, das wäre besser, wenn ich das hier nehme. Hier oben wäre die Rohrer Kurve, kann man den Pfeil sehen. Dann hier die schwarze Linie ist die S-Bahn, die quer durch die Filterorte, Leinfelden und Echterdingen durchfährt und dann hier am Flughafen ankommt. Hier im Kleinen ist im Moment die sogenannte Antragstrasse der Bahn dargestellt. Dann geht es weiter mit dieser Antragstrasse. Was ist das? Bitte? Ja, kann ich suchen, jawohl. Das ist die Antragstrasse. Außen am Rand der Überblick, hier der Filtertunnel. Und hier die Situation am Flughafen in diesem kleinen Kästchen, da ist dann hier dieses große Kästchen rausgezogen. Eigentlich klar, die schwarze Linie ist die S-Bahn, die hier gemeinsam im Mischverkehr mit der Gäubahn in das S-Bahn-Terminal einfährt, was zur Folge hat, wie Sie alle aus der Planfeststellung auf den Filtern mitbekommen haben, dass hier beide Zugarten eingleisig im Gegenverkehrsbetrieb gefahren werden müssen. Eines der größten Probleme dieses Abschnitts. Hier fährt die S-Bahn dann weiter nach Bernhausen, später mal nach Neuhausen und hier fährt die Gäubahn über die sogenannte Flughafenkurve in die Neubaustrecke rein. Und von Ulm oder von Stuttgart, je nachdem, ob ich Richtung und Gegenrichtung betrachte, die Züge in den sogenannten Fernbahnhof am Flughafen, der hier schräg unter der Messepiazza liegt und dann unter der Messe im Tunnel hier einschleift und dann hier eben in den Filtertunnel fährt und runter zum künftig neuen Hauptbahnhof. Das ist die Antragstrasse. Dann wissen Sie, dass die Diskussion im
Nanu, was machen wir denn hier? Ist ja ganz schlecht. Das kriegen wir gleich wieder, keine Sorge. Passiert. Jetzt kommen wir hier zur Flughafenstraßenvariante. Sorry, da kommt immer ein Programm, das ich gar nicht habe. So, die Diskussion im Filterdialog hat dann gezeigt, dass die Antragstrasse so viel Mängel hat, dass man überlegt hat, welche Varianten wären denn unter Umständen besser. Bitte beachten Sie, dass hier noch doppelstöckige Station steht. Das ist ein Plan, der aus dieser Zeit stammt, aber da ist keine doppelstöckige Lösung mehr geplant, sondern eine, wo die Gleise nebeneinander liegen. Hier ist jetzt folgende Situation. Wir haben hier wieder die S-Bahn, die hier in das S-Bahn-Terminal reinfährt wie heute. Das heißt, für die S-Bahn stehen beide Gleise zur Verfügung. Zweifellos insoweit zumindest eine Verbesserung gegenüber der Antragstrasse. Dann haben wir hier von Ulm kommend den Fernbahnhof jetzt unter der Flughafenstraße mit einer Situation, bei der auch die Gäubahn in diesen Bahnhof einfährt, die hier aus der Mischverkehrsstrecke von Leinfelden-Echterdingen kommend ausschleift und hier in den Flughafenbahnhof mit einfährt. Die Gäubahn fährt dann wie bei der Antragstrasse hier Richtung Stuttgart und aus Stuttgart so weiter über die Liniermarkung und die Fernzüge nach Ulm fahren hier in die Neubaustrecke. Und genauso geht es andersrum. Die Fernzüge kommen oder gehen von hier kommend in den Flughafen Fernbahnhof, im sogenannten Bahnhof Plus. Das ist jetzt diese Variante. Bewertung kommt dann. In den letzten Wochen ist dann eine weitere Variante ins Gespräch gebracht worden, die ja, drittes Gleis genannt wird oder aber auch als sogenannte Hermann-Variante bezeichnet wird, weil anscheinend der Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg dahinter steht. Da hat man jetzt zwar den Bahnhof gelassen, wie bei der Antragstrasse, unter der Messepiazza und auch unter den Messegebäuden mit einem Verbindungstunnel zur Neubaustrecke und hierüber, aber man hat diese eingleisige Gegenverkehrssituation im S-Bahn-Terminal dadurch aufgelöst, dass man das S-Bahn-Terminal für die S-Bahn unangetastet lässt. Hier die Gäubahn, die auch hier über die Mischverkehrsstrecke kommt, ausschleift und in einen eingleisigen Bahnhof separat einführt, der unmittelbar sich nördlich an das S-Bahn-Terminal angrenzt. Und hier weiterfährt über die Flughafenkurve, erst eingleisig ausfährt, dann wieder zweigleisig wird über die sogenannte Flughafenkurve, über Klinger Markung, wieder in die Neubaustrecke. Bewertungen folgen, wie gesagt, nachher später, nachdem die beiden Bundestagsabgeordneten zu Wort gekommen sind. Diese Varianten sind die einzigen drei Varianten, die im Lenkungskreis zur Diskussion stehen. Leider steht die Variante, die die Schutzgemeinschaft Filter wollte und auch andere Fachleute befürworten und auch im Filterdialog eine Rolle gespielt hat, und zwar eine entscheidende Rolle, weil sie nämlich die Abstimmungsmehrheit mit deutlichem Abstand bekommen hat, die Gäubahn dort zu belassen, wo sie heute ist, nämlich hier von Böblingen, Horb, Zürich kommend über die Panoramastrecke. Zum Hauptbahnhof fahren, da gibt es verschiedene Varianten, auf die ich nachher zu sprechen komme, in Bezug auf den Anschluss an den Tiefbahnhof. Und ganz wichtig, hier einen Umsteigebahnsteig im Bahnhof Vaihingen erhält, wo die Fahrgäste, die mit der Gäubahn aus Süden kommen, hier auf bequemen, kurzen Weg in die S-Bahn zum Flughafen umsteigen können. Und dann über die reine S-Bahn-Strecke hier am Flughafen ankommen. Hier haben wir noch eine Besonderheit. Wir haben hier aus Sicherheits- und Kostengründen den Bahnhof direkt in die durchlaufende Strecke gelegt. Das ist auch früher schon eine Variante der Bahn gewesen. Und haben hier, das ist diese blaue Linie, eine Mini-Metro eingerichtet, so ähnlich wie am Frankfurter Flughafen, die hier die Fahrgäste vom Fernbahnhof rüber zum S-Bahn, Messe
und Flughafenterminals bringt. Auch hier bei dieser Lösung wäre die S-Bahn unangetastet, das S-Bahn-Terminal zweigleisig wie heute. Genauere Bewertung nachher. Ich komme an dieser Stelle zum Ende vorläufig. Vielen Dank. Eine kurze Eingangsfrage an beide Diskutanten. Stuttgart 21 ist ein gigantisches Projekt, das sehr unterschiedlich gesehen wird. Von heller Begeisterung über ein Jahrhundertprojekt, über ein einzigartiges, als zum Beispiel Herr Leger, der Geschäftsführer der Bahn, der sagte noch vor wenigen Monaten, wir schaffen einen Verkehrsknoten mit unheimlichen Vorteilen. Das wird von der Bahn vertreten, aber auch mehrheitlich von CDU und FDP, bis zu, wir begleiten es kritisch, sagt Herr Ministerpräsident, bis hin zu vollständiger Ablehnung. Und das geht eher in die Richtung, wie die Schutzgemeinschaft Filderstedt. Jetzt die kurze Frage an Sie, wo würden Sie sich in dieser Skala selber ungefähr einordnen? Wer möchte beginnen? Ja. Sie geben es weiter. Also, wie sagt es? Ja. Hören Sie mich? Ja, jetzt passt. Also ich bin schon ein Anhänger von Stuttgart 21. Klares Bekenntnis dazu, weil ich schon viele Erwartungen und Hoffnungen damit verbinde, was den Fernverkehr angeht, da sage ich ganz offen, wobei das mir jetzt nicht ganz so wichtig ist, ja, weil ob ich jetzt eine halbe Stunde schneller in Bratislava bin oder nicht, ich fahre nicht so oft nach Bratislava, deswegen spielt das keine Rolle, aber es ist für mich schon im Regionalverkehr, im Nahverkehr und innerdeutschen Verkehr für mich schon ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und deswegen auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 euphorische Befürworter ist, würde ich sagen, bin ich bei 8. Also ich befinde mich da natürlich genau am anderen Ende der Skala und das nicht erst seit die Proteste hochgekocht sind. Ich war ja bis vor kurzem noch in Filderstadt im Gemeinderat und da hat es seit 1994 in unseren Haushaltsreden und Haushaltsanträgen Jahr für Jahr eine große und immer größer werdende Rolle gespielt, auch als es die Bürgerinnen und Bürger noch kaum interessiert hat. Und es ist immer deutlicher geworden und es wird auch bis heute immer deutlicher, was für Schwächen dieses Projekt hat, auch wenn natürlich, da kommen wir vielleicht dann nachher noch drauf, es immer schwieriger ist, das einzuschätzen, inwieweit es noch zu stoppen ist oder das immer schwieriger geworden ist, das noch aufzuhalten. Also die Mängel dieses Projektes sind immer deutlicher und ich sage mal ein Beispiel, ich würde das vielleicht dann nachher noch gerne ausführen. Wir haben überall in Deutschland inzwischen, und da bin ich auch sehr froh drüber, eine Diskussion über das Thema Deutschlandtakt, integraler Taktfahrplan. Das heißt, den Schienenverkehr nicht mehr auf Teufel komm raus mit Milliardeninvestitionen zwischen zwei Metropolen beschleunigen und dann stehen die Leute da und müssen eine halbe Stunde auf den Anschlusszug warten. Das ist ja das, was man die letzten 20 Jahre gemacht hat mit Neubaustrecken, Beschleunigung auf Tempo 250. Deutschlandtakt heißt, nicht mehr die Reise, nicht mehr die Fahrtgeschwindigkeit ist das Entscheidende, sondern zügig voranzukommen mit günstigen, zuverlässigen Umsteigemöglichkeiten, ohne dass man eine halbe Stunde warten muss, bis der Anschluss zukommt. Das setzt aber eine Infrastruktur voraus, die leistungsfähig ist. Das heißt, im Optimalfall kommen alle Züge zur gleichen Zeit an, stehen 5 Minuten oder 7 Minuten und fahren wieder in etwa gleichzeitig ab. Das ist aber in dem Tiefbahnhof mit nur noch 8 Gleisen gar nicht möglich. Dieser Tiefbahnhof ist ein Bahnhof, wenn er überhaupt ein Bahnhof ist und kein Haltepunkt. An der Diskussion bin ich nämlich gerade noch. Das heißt, da fahren die Züge rein, die Leute steigen aus, andere steigen ein und der Zug fährt weiter. Er kann nicht warten auf Fahrgäste anderer Züge, vor allem dann nicht, wenn die anderen Züge verspätet sind. Also da hat es keine Kapazität, um einen Zug mal ein paar Minuten stehen zu lassen, um andere Fahrgäste aufzunehmen. Und genau das ist eben nicht das Modell der Bahn der Zukunft und deswegen ist meine... Bitte? Von 0 bis 10? Ja. Also 0 gibt es, glaube ich, in solchen Skalen gar nicht. Sonst würde ich wahrscheinlich bei 0 ein... Also irgendwo 1 oder 2, also irgendwie so in dem Bereich. Minus 5. Vielen Dank. Nach all den Verzögerungen, die es nun bei dem mühsamen Beginn des Baus von Stuttgart 21 gegeben hat,
Grundwassermanagement, Nesenwand, Bach, Dücker, die Tunnelbohrmaschine in Wangen und oben auf den Filtern klemmen monatelang, angeblich weil sie eintransferiert werden müssen. Überall stockt es, aufwärts geht es eigentlich nur bei den Kosten. Und das Krasseste, was in dem Projekt im Moment passiert, ist hier oben. Wir haben hier einen Teil, die Filter, bei denen gar nichts da ist. Wir haben keine brauchbaren Pläne und schon gleich gar kein Baurecht. Und die Schutzgemeinschaft will natürlich heute versuchen, da ein bisschen Klarheit reinzubringen, auch einen eigenen Vorschlag zu machen. Nur am Rande, wir sind nämlich eigentlich staatstragend, was uns oft nicht zugestanden wird. Deshalb zur ersten Frage. Wie stehen Sie zur sogenannten Antragstrasse? Das ist die einzige Variante, die in dem Erörterungsverfahren ernsthaft durchdiskutiert wurde und die jetzt natürlich seinen Gang nimmt zum Eisenbahnbundesamt, die dann letztendlich darüber entscheiden, ob hier ein Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen werden kann oder nicht. Das heißt, darüber diskutieren wir jetzt. Die Politik ist inzwischen aufgewacht und hat gemerkt, da gibt es Probleme und will anderes vorschlagen. Also die erste Frage geht jetzt an die Diskutanten, wie stehen Sie zu der Antragstrasse? Aber ich weiß, da kann man jeweils eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich wäre sehr dankbar, wenn es in wenigen Minuten gehen könnte. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Also die Antragstrasse ist von allen Varianten die mit Abstand inakzeptabelste überhaupt. Sie hat drei Mängel. Der erste Mangel ist die Rohrer Kurve. Der zweite Mangel ist die Tatsache, dass es den Mischverkehr auf einer dafür nicht geeigneten und für die S-Bahn ausschließlich gebauten Strecke gibt. Und das dritte ist das Dilemma am Flughafen, also am S-Bahnhof. Das ist ein absolutes Unding, einen Bahnhof für die S-Bahn zurückzubauen. Überall werden S-Bahn-Takte verdichtet. Und wir müssten schon froh sein, wenn der bisherige Takt noch einigermaßen funktionieren würde. Aber das wird er vermutlich nicht. Ich bin sehr froh, dass die Stadt Langfelden-Echterdingen zum zweiten Mal ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Heute sind ja da Inhalte in den Stuttgarter Nachrichten gestanden, die nochmal die ursprüngliche Kritik der Gutachter bestätigt haben. Das ist genau das, was wir als Grüne schon lange befürchten und weshalb wir diese Trasse, insbesondere diese Trasse, von Anfang an bekämpft haben. Übrigens auch ein Schwerpunkt bei der Volksabstimmung. Ich war ja selber im Aktionsbündnis in Filderstadt für den Ausstieg aus dem Projekt oder für den Ausstieg aus der Mitfinanzierung des Landes. Und da hat dieser Mischverkehr und diese Umbaumaßnahmen einen ganz wesentlichen Punkt und eine wesentliche Rolle gespielt. Also diese Trasse ist vollkommen inakzeptabel. Ich würde nicht ganz so drastische Worte wählen, aber sage auch ganz offen, dass bei der Antragstrasse die Nachteile ganz, ganz deutlich überwiegen. Was sind für mich das Thema Mischverkehr? Ja, also sage auch dafür, dass jetzt jemand von Villinger Schwenning oder sonst wo hierher kommt und dann funktioniert S-Bahn bei uns nicht mehr aufgrund der Sache, führt bei mir zum Ergebnis, dass ich sage, das möchte ich nicht. Ja, und ich habe ja damals auch relativ deutlich gesagt, wenn es bei der Antragstrasse bleiben würde, also das Thema Mischverkehr, auch das Thema Sicherheit war ganz zentrale Rolle. Dann wäre ich schon eher dafür, dass die Gäubahn so bleibt, wie sie ist. Also die würde ich deutlich. Deswegen, aber ich muss Sie nachher schon enttäuschen. Also an dem Punkt kein Feld der Antragstrasse aufgrund der genannten Probleme. So, man fragt sich natürlich, warum bisher in der Politik dazu nichts passiert ist. 2002 wurde das erste Mal beantragt, die Planfeststellung einzuleiten für die Antragstrasse. 2014 hat man einen Erörterungstermin durchgeführt und erst als der zu einem Chaos führt oder zu einem schlechten Ergebnis, kommen jetzt überall alle her und sagen, wir wollen den eigentlich gar nicht. Fragt man sich schon, wie das zustande kommt. Sie haben, ja deswegen haben wir Sie auch angesprochen, weil wir da ein Fünkchen Hoffnung haben, dass da sich vielleicht noch was tut. Die nächste Frage wäre nun, wie bewerten Sie, wenn Sie beide die Antragsphase für schlecht halten, die beiden anderen Varianten, die jetzt noch bei der Bahn und bei den Projektbetreibern in der Diskussion sind, nämlich die Trasse, die Variante Bahnhof unter der Flughafenstraße und die Variante drittes Gleis. Jetzt gehen wir mal im Wechsel beginnend, sind Sie wieder dran.
Also zum Thema dritten Gleis, besser als Antragstrassen, aber ich sage auch ganz offen, ich kann es einfach noch nicht richtig abschätzen. Es ist ja auch so, dass man jetzt entsprechende Gutachten in Auftrag gibt, die soll ich mal abwarten. Ich bin bei dem Thema offen, präferiere aber momentan schon ganz ehrlich das Thema den Filterbahnhof Plus, weil ich da eben ein bisschen die Entbündelung sehe und das, was, also dass man da sagen kann, man kann S-Bahn-Verkehr eigentlich weiterlaufen lassen wie bisher. Das kommt, kann auch zu Beeinträchtigungen kommen, aber glaubt, dass sie einigermaßen akzeptabel sind. Und deswegen bin ich für den Filterbahnhof Plus, weiß natürlich aber auch, dass wenn wir den Filterbahnhof Plus bekommen, dass was die Gäubahn angeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, wir machen Filterbahnhof Plus und bleibt bei der bisherigen Gäubahntrasse. Da bin ich realist genug, dass es nicht kommen wird und dann müssen wir in den sauren Apfel wahrscheinlich beißen. Es gab eine erste Frage, warum eigentlich der Filterbereich so lange keine große Rolle gespielt hat. Der Fokus, auch der Protestbewegung, muss man sagen, lag immer auf dem Tiefbahnhof und auf Stuttgart. Ja. Und wir haben da einige Zeit für den Filtern gebraucht, bis insgesamt in der Region und in Baden-Württemberg die Filterproblematik so richtig wahrgenommen wurde. Jetzt ist sie im Fokus und warum kommt es jetzt in Bewegung? Es ist ganz einfach, weil dieses Gutachten von der Uni Dresden von völlig unverdächtiger Seite kam. Ja, von der Seite, wo man eher hätte denken können, da kommt eine Bestätigung der Planung oder so ein bisschen was, da müsste ein bisschen mehr mit Lärmschutz und Erschütterungsschutz gemacht werden. Aber das Ergebnis der ersten und wohl auch der zweiten Studie im Auftrag der Stadt Leinfelden-Echterdingen, die ja jetzt nicht als die, was den Gemeinderat und das Stadtoberhaupt angeht, als die Rebellenhochburg gilt von der Mehrheit her, von dort kamen diese Gutachten und die waren vernichtend vom Ergebnis. Und da kann man nicht als Deutsche Bahn oder als Verbandregion Stuttgart oder wer auch immer sagen, ja, das sind die, die schon immer dagegen waren, das ist völlig klar, Auftragsgutachten. Die DB hatte, bevor das Ergebnis da war, schon gesagt, es sei ein seriöser Gutachter. Und dem müsse man glauben und dem müsse man hohe Bedeutung zumessen. Und dann kam das Ergebnis mit der entsprechenden Bewegung, die in die Sache kam. So, jetzt die Frage der Varianten. Also zunächst mal ist es ja so, wenn man plant, dann muss es immer um Alternativen gehen. Also es muss immer um verschiedene Varianten gehen, die man bewertet. Und genau das ist das Dilemma überhaupt von Stuttgart 21, dass es nie ernsthaft Alternativlösungen gegeben hat. Das gilt für das Gesamtprojekt. Das gilt für das Gesamtprojekt, aber das gilt eben auch für das auf den Filtern. Was mich als Filtersteller insbesondere, ich muss das einfach kurz sagen, insbesondere ärgert ist, wir wollen jetzt gerade eine S-Bahn verlängern nach Neuhausen. Wir kriegen nur öffentliches Geld dafür, wenn wir nachweisen, wie hoch das Fahrgastpotenzial ist. Niemand weiß, wie hoch das Fahrgastpotenzial ist für Menschen aus Richtung Zürich oder Rottweil oder sonst woher kommen. Mindestens eine halbe Milliarde Euro aus, also ein Vielfaches dessen, was die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen kostet. Wie kann denn sowas sein? Und man ging damals von 14 Millionen Fluggästen aus, die wir heute hätten haben müssen. Und wir sind seit Jahren unter der 10-Millionen-Grenze. Ja? Also das heißt, es ist weitaus weniger Potenzial unter den Fluggästen überhaupt da, als damals für heute prognostiziert worden war. Und deswegen finde ich, muss es um Alternativen gehen. Mein Favorit ist das, was vorhin vorgestellt wurde mit Feigen, das ist ganz klar. Ich habe das ja auch immer wieder öffentlich entsprechend gesagt und vorgebracht. Und wir haben das auch übrigens in einem gemeinsamen Bundestagsantrag mit den Linken entsprechend beantragt, auf diese Flughafenanbindung zu verzichten. Ich muss aber trotzdem für diejenigen, die sich da schwer tun und sich jetzt auf solche Variantendiskussionen am Flughafen einlassen, eine Lanze brechen, weil wir haben natürlich ein Problem, das kann niemand wegdiskutieren und das ist der Finanzierungsvertrag. Der Anteil des Flughafens ist höher als die Kosten, die unmittelbar am Flughafen entstehen. Das heißt, man spart kein Geld, sondern man hat weniger auf der Finanzierungsseite, würde man auf diese Anbindung verzichten. Und man braucht immer alle Projektpartner, um eine Änderung vorzunehmen. Und da gibt es
weder im Gemeinderat der Stadt Stuttgart, noch im Landtag, noch in der Landregion Stuttgart eine Mehrheit, auf diese Flughafenanbindung zu verzichten und das, was der Flughafen als Flughafengesellschaft beisteuert, zu übernehmen. Ja? Also das heißt, wir haben hier mit diesem Finanzierungsvertrag eine Art Knebelung, eine Art Fesselung, die die Vertragspartner extrem unflexibel machen. Wir haben das Einstimmigkeitsprinzip und deswegen muss man versuchen, auf dieser Grundlage was zu machen. Ich bin inhaltlich, fachlich, auch als Bahnpolitiker auch, aber auch als Mensch, der hier auf den Twillern wohnt, auf jeden Fall für diese Feigerlösung. Das ist die sauberste, weil das die einzige ist, die den Mischverkehr verhindert. Ja. So, wenn es jetzt aber um die Varianten geht, also die Plus-Variante ist für mich keine Alternative, die ist auch faktisch, glaube ich, vom Tisch, weil niemand bereit ist, diese Mehrkosten von über 200 Millionen zu übernehmen. Also die einzige Alternative zu Feigen, die im Moment wirklich eine Chance hat, ist das dritte Gleis mit den Vor- und Nachteilen, die wir sicherlich noch diskutieren werden. Vielen Dank, Herr Gastler, hat schon einige Themen vorgegriffen, die ich auch noch ansprechen wollte. Zum Beispiel die Prognosen der Fluggäste. Das ist ja ein Skandal, dass bisher das nicht geschehen ist bei so einem Projekt. Aber lassen wir das dann nachher weg. Denn die dritte Lösung, oder nee, nicht die dritte, sondern die drei Varianten, die in der Diskussion sind, sind angesprochen worden. Distel hat vorhin noch die Variante, die uns vorschwebt, nämlich den Erhalt der Gäubahn-Trasse auf der Panoramastrecke nach Stuttgart runter, hat er angesprochen, dass die sinnvolle ist. Und da hätte ich gerne auch noch einen Kommentar jeweils. Und wir haben nicht umsonst die zwei rausgesucht, weil sie eigentlich die ganz wenigen kritischen sind. Also zumindest in der CDU kenne ich keinen weiteren, was dieses Thema angeht, bei den Grünen sehr wohl. Aber da würde ich gerne noch wissen, wie Sie dazu stehen und auch geben Sie dem eine Chance, wenn Sie jetzt hinstehen, wenn Sie sagen, das erweist sich, das ist Mist, diese drei Varianten, die bisher verfolgt werden sollen. Hat man denn eine Chance und was muss man tun? Ich kann Sie nur aufrufen, fordern Sie mit uns, dass das wenigstens in die Variantendiskussion hineinkommt. Also, wie gesagt, ich bin für diese Variantendiskussion und zwar schon sehr lange. Und diese Feiger-Geschichte ist ja auch eine, die ich auch als Person lange mit vorangetrieben habe. Wir haben als Grüne einen Arbeitskreis Stuttgart 21 gegründet und zwar übergreifend, also Landkreis Esslingen, Stadt Stuttgart und Landkreis Böblingen, der ja letztlich auch betroffen ist, und haben da gemeinsam für diesen Halt in Feigen geworben und Konzepte entworfen, wie das aussehen könnte. Von daher ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall verkehrlich die günstigste Lösung, weil sie eben den Mischverkehr vermeidet und keine dieser drei Kritikpunkte, die ich vorhin genannt habe, die auch der Herr Distel vorhin genannt hat, überhaupt auflösen würde oder schaffen würde. Also das ist das Beste, aber das Dilemma, da rauszukommen angesichts des Finanzierungsvertrages, die Flughafengesellschaft steuert 359 Millionen Euro bei. Und das tut sie natürlich nur dann, wenn auch diese Anbindung kommt. Ja, das ist im Vertrag so geregelt. Und man kann diese Anbindung an den Flughafen nur dann rausnehmen, wenn alle Projektpartner zustimmen. Und das ist in Verhandlungen nicht gelungen. Da gab es zig Verhandlungen mit Verband Region Stuttgart, Stadt Stuttgart, dem Land Baden-Württemberg, der Deutschen Bahn, der Flughafengesellschaft. Die Flughafengesellschaft fordert natürlich dann ihr Geld zurück. Das hat sie übrigens ja schon bezahlt, dieses Geld. Ja. Das ist schon gut verzinst worden, weil das zu einer Hochzinsphase an die DB AG überwiesen wurde. Und also da rauszukommen, ist extrem schwer. Nochmal, politisch wäre es das Richtige, verkehrlich wäre es das Richtige, aber es ist natürlich extrem schwer umsetzbar. Diese Bahnhofsvariante Plus, habe ich vorhin noch nicht gesagt, nicht nur wegen den Kosten, kritisch und deswegen abgelehnt, sondern auch wegen dem Flächenverbrauch und auch, ich glaube, das ist vorhin nicht gesagt worden, auch deshalb, weil sie für den Fernverkehr München, Stuttgart hochgradig unattraktiv ist, weil da einfach nochmal eine Kurve und ein Schlenker mehr drin ist und ich meine, wer den 8 Minuten vor seinem Ziel, wenn er nach Stuttgart will und aus München kommt, nochmal so eine komische Kurve da fahren, die dann eben nochmal 1-2 Minuten zusätzlich kostet. Also von daher, diese Variante ist aus meiner Einschätzung weder akzeptabel noch überhaupt im Rennen. Also das heißt, es geht um den Bahnhof Feigen, es geht um die Antragstrasse oder eben das dritte Gleis. Und bei der Antragstrasse bin ich sehr froh, nochmal das zu sagen über das Gutachten der Stadt Leinfelden-Echterdingen, weil hier nochmal
deutlich wurde, dass die DB sich keineswegs sicher sein kann, dass diese Antragstraße tatsächlich genehmigungsfähig ist. Weil davon ging die DB immer aus und jetzt ist zumindest noch mal eines klar geworden, die DB kann sich da nicht sicher sein und damit ist auch klar, dass Mehrkosten, egal welche Variante nachher rauskommt, von der DB zu tragen sind, weil nämlich die Deutsche Bahn, sie baut das ganze Projekt und dann muss sie auch gucken, einen funktionstüchtigen Bahnhof hinzukriegen, ob der am Flughafen ist oder in Vaihingen, aber sie muss ihn finanzieren, auch dann, wenn er teurer wird, weil die Antragstraße verkehrlich nicht akzeptabel ist und weil sie dank des Gutachtens von Rhein-Fan echter Dingen auch fragwürdig ist, ob sie überhaupt genehmigungsfähig ist. Wir haben ja im Grunde genommen die drei Straßenvarianten vorgestellt bekommen und die eine wird ja die sogenannte Hermann-Variante genannt. Das sage ich jetzt gar nicht spöttisch oder sonst was, sondern das heißt für mich irgendwo, wenn selbst die Landesregierung in der Kategorie denkt, dann halte ich es für relativ unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, dass die Gäubahn-Variante alte Trasse bleibt. Das sage ich mir ganz offen. Ja, klar, ich weiß, dass ich das nicht will, aber ich bin Realist. Ja, und wenn Sie mich politisch verfolgt haben in den letzten Jahren, und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich vor 5 Jahren schon das Thema Filter platziert habe und war ja mit einer meiner Initiative, dass überhaupt mal ein Dialog hier oben auf den Filtern stattgefunden hat. Aber man muss Realist sein. Wenn im Grunde genommen alle dominierenden politischen Akteure mehr oder weniger abrücken von der Gäubahntrasse alt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr sonderlich realistisch. Und dann geht es wirklich um die Frage von den drei Varianten, die jetzt noch in der Diskussion sind, welches ist die beste? Und da sage ich, Antragstrasse für mich im Grunde genommen schwierig, sehr schwierig. Das wäre die schlechteste Lösung. Filterbahnhof Plus sehe ich schon viele, viele Vorteile. Das Wichtigste ist für mich das Thema Entbündelung, ja, dass eben der Nahverkehr, S-Bahn-Verkehr weitestgehend gut funktionieren könnte und der regionale Fernverkehr eben leiden würde über diesen Filterbahnhof. Ich sage auch, glaube auch, dass ob da jetzt 1 oder 2 Minuten verloren gehen, der Zeitgewinn auf der ganzen Strecke von Stuttgart nach München ist so, dass ich schon glaube, dass diese 1-2 Minuten verkraftbar sind. Ich erwarte, sage ich auch ganz offen, dass Bewegung kommt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die gucken alle so in den Schützengräben, warten, wer bewegt sich zuerst. Das würde ich für ein Fiasko halten, wenn das bis zum Ende durchexerziert wird und wir die Antragstrasse bekommen. Und deswegen würde ich mir ein bisschen wünschen und erhoffen, dass vielleicht alle Akteure sich in Richtung Filterbahnhof Plus bewegen. Wie gesagt, die dritte Gleisvariante kann ich einfach momentan noch nicht abschätzen. Also ich bin kein Bahnexperte, da gibt es teure Gutachten, die in Auftrag geben, dann, die sollen wir zunächst mal abwarten und dann kann man über die zwei Varianten diskutieren. Stand heute neige ich da eher zum Filterbahnhof Plus. Danke für den Applaus. Ich will 2-3 Bemerkungen dazu machen. Alle drei Varianten beinhalten immer noch den Mischverkehr. Und die Gäubahntrasse erhalten nicht, deswegen war die Frage, wie stehen Sie dazu? Und wenn eben die Mehrheit im Moment das so sieht, wäre ja denkbar, dass man eine Mehrheit auch ändert. Im Finanzierungsvertrag, da habe ich endlos lang gesucht, wo das drinsteht, dass die Gäubahn zum Flughafen muss. Da steht im Anhang sehr vage drin, die Direktanbindung der Filterregion sowie des Landesflughafens Stuttgart und der Neuen Messe Stuttgart an den Fern- und Regionalverkehr wird gewünscht, so allgemein, Verbesserung der verkehrlichen Anbindung des Raums Reutlingen-Tübingen. Die andere Seite wird gar nicht angesprochen. Und nun muss man natürlich auch noch sehen, dass eine Gäubahn, die hier ankommt, zum Beispiel im Flughafen, unter der Flughafenstraße, sehr weit vom Terminalbahnhof weg ist. Das ist mindestens so schwierig wie ein Umstieg in Vaihingen. Aber ich möchte jetzt zu einem
andere Thema noch kommen, kurz bevor wir dann nochmal auf die Filtern zurückkommen. Ich zitiere den Projektchef Manfred Leger, der zu Beginn des Erörterungsverfahrens vor einem Vierteljahr gesagt hat, Zitat, ich habe die Aufgabe, das Gesamtprojekt Stuttgart-Ulm bis Ende 2021 fertigzustellen. Dieser Termin steht für mich so unverrückbar wie eine Weltmeisterschaft. Gleichzeitig, und wir wissen, dass die KK geändert wurde, gleichzeitig will ich Stuttgart 21 für unter 6 Milliarden Euro bauen. Die Frage ist an Sie, und es ist nicht nur so dahingeredet, denn das ist entscheidend. Wie gehen die Kosten los und wie ist das mit dem Zeitablauf? Wie ist die Zeitschiene, wie ist die Kostenschiene? Glauben Sie, dass die Kosten- und Zeitschiene einzuhalten ist? Und vielleicht noch, ich wollte da zwei Fragen draus machen, aber wir müssen ja ein bisschen bündeln. Der Herr Grube sagte vor Jahren schon, dass mit 4,7 Milliarden Euro der Punkt erreicht sei, ab dem das Projekt unwirtschaftlich werde. Weitermachen hieße dann ja eigentlich, dass das gesetzeswidrig sei. Inzwischen wissen wir, dass damals bereits klar war, es wird viel teurer. Heute sind wir bei 6,8 Milliarden und alle wissen, dass das niemals reichen wird. Seit mehreren Jahren wird der Fertigstellungstermin angegeben, so 2021. Ich erinnere daran, im Jahr 2003 hat Stuttgart sich um die Olympiade 2012 beworben und hat damals im Jahr 2003 gesagt, zur Olympiade sind wir längst fertig mit Stuttgart 21. Jetzt sind wir dabei zu sagen, wenn das Planfestungsverfahren für die Filter nicht bis Anfang 2015, das sind wir jetzt, da ist, dann wird es länger dauern. Und länger dauern heißt auch mehr Kosten. Die stehen zu dieser Problematik der Kosten und der Zeitschiene. Also Herr Siedl, auch da sage ich, wer mich beobachtet hat, was meine Äußerungen angeht, ich war immer zurückhaltend, was das Thema Kosten und Zeitpläne angeht. Es gibt genug Beispiele in Deutschland von Berlin, was weiß ich was, wo die Themen nie eingehalten werden. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, es wird Sie auch ein bisschen frustrieren und enttäuschen, ich möchte, dass das Projekt so früh als möglich fertig wird, aber es ist für mich nicht das Entscheidende, wann das Objekt fertig ist, sondern dass es überhaupt kommt. Ja, ist einfach so. Zweitens beim Thema Kosten, das sage ich auch ganz schön, das ist ein bisschen das Problem der Bahn. Ja, die haben gesagt, sie können das realisieren zu dem und dem Preis. Wenn sie das nicht schaffen, von was ich, oder was ja ohnehin schon feststeht, die Frage ist nur, wo dann das Ende der Fahnenstange ist für die Bahn. Das sage ich auch, muss nicht meine Sorge sein, was am Ende ist nicht meine Sorge. Ich will, dass das Projekt kommt. Ich glaube auch, dass es kommen wird. Und das, was ich damit verbinde, ist einfach die Verbesserung, wie gesagt, was den Regionalverkehr angeht, den nationalen Verkehr. Und das muss dann die Bahn entscheiden, was für sie noch vertretbare Kosten sind. Also 2021 halte ich für vollkommen unrealistisch. Aus verschiedenen Gründen. Ich sehe, dass vor 5 Jahren, so ziemlich genau 5 Jahren, ein symbolischer Baubeginn, der kein wirklicher Baubeginn gewesen ist, stattgefunden hat. Und 2021 gibt es vielleicht sowas wie eine symbolische Fertigstellung, aber keine Inbetriebnahme. Das ist von den Bauabläufen, von den noch fehlenden Genehmigungen, von den ständigen Umplanungen, von Mängeln an der Qualität der Planungen etc. pp. aus meiner Sicht nicht möglich, und wir werden zwischendurch auch noch eine schwere Debatte über die Finanzierung von möglichen Mehrkosten kriegen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Was meine Prognose ist, ist, dass das Gesamtprojekt zeitlich völlig auseinanderläuft. Das heißt, die Neubaustrecke Wendringen-Ulm, die liegt nach allem, was man weiß, im Zeitplan. Teilweise ist sie sogar schneller als der Zeitplan. Da gibt es eine spannende politische Frage, wird die dann in Betrieb genommen, auch wenn S21 noch nicht fertig ist? Möglich ist es ja über die, wenn auch eingleisige, aber doch immerhin Kurve bei Wendringen. Dann hat man nämlich schon praktisch die volle Fahrzeitverkürzung, die Stuttgart 21
immer zugeschrieben wurde. Das wäre natürlich politisch pikant, ja, dass man plötzlich einen schnelleren Fahrplan hat, schneller in Ulm ist, ohne dass Stuttgart 21 fertig ist. Das zweite wo das Projekt zeitlich auseinanderläuft, ist Stuttgart 21 unten in Stuttgart und auf den Filtern. Meine Prognose ist, dass das Problem auf den Filtern ist und selbst der Tiefbahnhof schneller fertig sein wird, als das auf den Filtern. Ja? Dann stellt sich auch hier die Frage, geht Stuttgart 21 in Betrieb ohne 1.3, ohne den Anschluss des Flughafens? Technisch überhaupt kein Problem, aber natürlich ein Politikum. Man stellt sich mal vor, es gibt einen Bahnhof in Feilingen, an dem die IC-Züge halten, bis dahin sind es neue, hochattraktive Züge, die dann in Feigen halten. Ich glaube, die Feigen geben den Haltepunkt nicht mehr freiwillig her. Ja? Also das ist der zweite Punkt, wo dieses Projekt insgesamt auseinanderläuft. Und jetzt zu den Kosten. Die 6,5 Milliarden sind offiziell jetzt noch die Kosten. Es gibt jetzt auch noch keine neuen Zahlen, auch nicht vom Bundesrechnungshof. Aber dass diese 6,5 Milliarden nicht reichen werden, ist sicher. Wenn sie nochmal steigen, egal auf welchen Betrag, über 6,5, dann ist man im Bereich der Unwirtschaftlichkeit, dann kann man selbst mit Kreativität nicht mehr eine Wirtschaftlichkeit mehr herrechnen. Und dann stellt sich natürlich für die Aktiengesellschaft DB die Frage, was ist jetzt der größere Schaden für das Unternehmen, weiterzubauen trotz Unwirtschaftlichkeit oder einzustellen trotz der dann entstandenen Schäden durch die bereits ausgegebenen Mittel? Das ist eine ganz schwierige Frage, auch das ist Bestandteil unseres Antrags im Bundestag, den wir zusammen mit den Linken eingebracht haben. Herr Gastel, der spricht immer so viele Dinge an, dass er meine Fragen zum Teil vorausnimmt. Deswegen jetzt nur die Frage an Sie nochmal zu dem speziellen Thema, wie stehen Sie dazu, wie es sich ergibt und wie es auch von Käfer und von Dietrich formuliert wurde, dass bei etwaigen Neuplanungen, also Antragsmaßnahmen und so weiter, das hier oben alles viel, viel länger dauert und man dann unter Umständen eine Entkopplung der Neubaustrecke von diesem Abschnitt hier oben vorsieht. Würden Sie sowas akzeptieren können oder müssten Sie da nicht auch Sturm laufen dagegen? Ich gehe davon aus, dass das nicht abgekoppelt wird. Das heißt, man wartet so lange, auch wenn der andere Teil fertig ist, bis das hier auch fertig ist. Und dann dauert es mit Sicherheit wesentlich länger als 2021. Es wird die Bahn entscheiden müssen. Ich will da keine Prognosen machen oder Ähnliches. Aber Thema Finanzierungsvertrag ist schon angesprochen worden. Da kommt die Bahn in große Probleme. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es da eine vernünftige Lösung geben wird. Wie das eben zeitlich miteinander synchronisiert, da sehe ich auch in der Tat riesengroße Probleme. Aber man muss das Thema Stuttgart 21, die ICE-Trasse, mit Einschluss der Filterregion sehen und es wird am Ende auch so kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte noch eine richtige Frage stellen, dann zum Schluss kommen, weil Sie ja dringen. Eigentlich müssten doch die Befürworter und die Gegner am selben Strang ziehen, was die Kostenfrage angeht. Und zwar was die Kritik an der Kostenfrage angeht. Man müsste die zukünftige Bezahlung, man müsste ehrliche Kosten jetzt festlegen. Natürlich ist da immer eine Variante drin, aber das, was bisher passiert ist, war alles andere als ehrlich. Die eine Seite sagt nur mit einem gewissen Recht, wir zahlen nichts, weil es einen bestimmten Kostendeckel gibt. Und die andere baut lustig drauf los und hofft, dass die Sachzwänge irgendwann eine Lösung erfordern. Und das halte ich für äußerst unseriös. Und die Frage ist nun, müsst ihr beide Interessen dran haben, die Gegner und die Befürworter, dass diese Frage geklärt wird, und zwar ehrlich geklärt wird. Und deshalb die Frage nochmal, was können Sie dagegen tun, was tun Sie dagegen, wie wollen Sie sich als Politiker dafür einbringen, dass mehr Ehrlichkeit in dieser, vor allem Kostendiskussion, einkehrt? Also das mit den Kosten ist insoweit schwierig, als dass da noch gar nicht alles zu Ende geplant ist. Ja, also wie will man Kostenehrlichkeit herstellen, wenn Abschnitte noch gar nicht fertig geplant sind? Wir wissen noch nicht, wie unter Türkheim aussehen soll, wir wissen noch nicht, wie das auf den Filtern aussehen soll, welche Variante kommt, ob sie überhaupt kommt. Dann ist es schwierig mit der Wahrheit. Das ist natürlich das Problem, wenn man ein Projekt beginnt zu bauen
ohne zu, also sagen wir mal so, wenn man an einem Ende anfängt zu bauen, ohne zu wissen, wo man mal am anderen Ende rauskommen möchte, ja, dann kann man auch nicht sagen, was das Ding nachher tatsächlich kosten wird. Und ich glaube aber auch, dass das Interesse daran zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so groß ist, sondern politisch, aus Sicht derer, die dieses Projekt auf jeden Fall wollen, ist es natürlich so, umso besser, umso weiter es schon ist, bis die Finanzierung dann völlig in sich zusammenbricht und gar niemand mehr Mehrkosten übernehmen möchte. Ja, weil dann ist natürlich der Weg raus und der Weg zurück am allerschwersten. Also das heißt, vollendete Tatsachen schaffen und dann, wenn es dann irgendwie drei Viertel fertig ist und es kein Zurück mehr gibt, dann muss es halt irgendjemand bezahlen und am Ende müsste es dann möglicherweise die Gerichte klären. Und was ich auch noch sagen möchte, weil ich es auch wichtig finde, auch für die politische Einschätzung, Stuttgart 21 ist schon lange kein Projekt mehr, wo es darum geht, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht oder wo die Stärken und wo die Schwächen sind. Es ist nichts anderes als eine politische Machtfrage. Ja. Nichts anderes als... Erkenntnis resultiert dann auch das Ergebnis, dass es politisch praktisch nicht zu stoppen ist. Wenn es zu stoppen ist, dann durch irgendwelche Gutachten oder irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder keiner finanziert es mehr oder es gibt keine Genehmigung oder ein Gericht stoppt es. Das sind die Dinge. Aber wenn es um eine Machtfrage geht, dann steht die Mehrheit zusammen, weil dann der Gesichtsverlust zu groß wäre. Das ist wie bei der CSU-Maut oder sowas, da geht es auch nicht mehr um die Frage, ob es Sinn macht oder nicht, sondern es geht darum, dass man sich in einer Sache verritten und vergaloppiert hat und seinen Kopf da durchsetzen möchte. Das ist das Einzige, was man macht. Also es gibt ja einen Fulzentscheid. Ich glaube, wir reden gut lang. Das wird nicht. Das, ja, das ist. Der ist da. Ja, Punkt. Ja, Sie können ihn ja nicht wegdiskutieren. Also sprich, der ist da. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas schief oder sonst was drauf ist. Nee, da haben also jetzt bitte, da haben schon alle Beteiligten ganz genau gewusst, um was es geht. Auch das Thema Kosten. Auch das Thema Kosten hat ja die Stuttgart 21 Gegner haben ja auch das, ihre Hochrechnungen, was die Kosten angeht. Das ist mit allen Risiken meines Erachtens schon einigermaßen klar gewesen. Deswegen ist die Entscheidung da. Punkt. So, deswegen ist es nicht nur eine Frage, Machtfrage, dass man sich durchsetzen will, sondern es geht einfach auch darum, das umzusetzen, was damals geschehen worden ist. Das ist für mich eine klare Prämisse. Was ich ärgerlich finde, das gebe ich ganz offen zu, ist, dass der Gesprächsfaden, der eigentlich mal ganz gut war, insbesondere hier oben auf den Filtern, dass der etwas gerissen ist. Ja, und da tut sich jemand schwer, das gebe ich ganz offen zu, der vermittelnde Position einnimmt. Ich habe das lange Zeit versucht, glaube auch, dass das auf einem ganz guten Weg war. Momentan habe ich den Eindruck, dass die Beteiligten alle so, wie gesagt, abwarten, gucken, wer bewegt sich zuerst, der hat verloren. Es ist einfach noch keine Stimmung, kein Klima da, dass man zu einer Lösung kommen kann. Ich glaube, dass wir jetzt einfach noch mal abwarten müssen, was die Bewertungsverfahren angeht, das Planfeststellungsverfahren 1.3. Und wenn dann so sich ein paar Ergebnisse abzeichnen, auch vielleicht nochmal ein paar Schwächen deutlicher hervortreten, dass dann Bahn, Region und auch Land sich an den Tisch setzen unter Beteiligung der Region Filder und dann das eine oder andere Problem löst, da will ich mich auch dafür stark machen, deswegen bin ich ja heute auch da. Aber ich glaube halt, das gebe ich auch ganz offen zu, dass momentan das Zeitfenster noch nicht da ist. Ja. Die sind noch etwas angespannt, die Beteiligten. Wir haben eine Lösung. Kopfbahnhof 21. Ja. Ja, wir müssen auch jetzt bald zum Schluss kommen, aber eine Bemerkung noch zum Volksentscheid. Wir müssen uns dran halten, sagen Sie, weil die entschieden ist. Nun wissen wir, dass wir damals über 4,5 Milliarden gesprochen haben.
Kreisverkehrsplan wusste damals schon von den Leuten, die das initiiert haben, dass dieses niemals zu halten war. Also das ist nur als ein kleiner Punkt. Und zu dem Herrn Gassel, der sagte, wir können ja die Kosten nicht so genau sagen. Ja, wer will es denn so genau? 1 Milliarde genau würde uns ja schon reichen. Aber da geht es ja, hier geht es um viele Milliarden. Ich komme zum Schluss, weil Herr Henrich jetzt zwingend gehen muss. Eine letzte Frage an Sie beide. Unterstützen Sie, unabhängig von Ihrer persönlichen Präferenz, die Sie ja auch genannt haben, auf politischer Ebene die Forderung der Stützgemeinschaft hinter diese Variante Gäubahnerhalt über die Panoramastrecke ernsthaft in die Variantenwertung des Lenkungskreises mit einzubeziehen? Das wäre für uns eine wichtige Frage. Also nochmal, wir halten die zwar für die beste, aber das können wir jetzt nicht fordern, jetzt denken alle um, aber wenigstens in die Variantendiskussion muss man die doch einführen können. Und würden Sie sich dafür einsetzen? Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich glaube, dass das gegenwärtig nicht realistisch ist. Ja, und deswegen macht es auch keinen Sinn, sich jetzt da dafür stark zu machen. Ist so. Also wie gesagt, will da gar nicht jetzt Verantwortung irgendjemand zuschieben. Aber schauen Sie einfach nur, wie die Landesregierung sich in dem Thema positioniert, auch unter Regierungsverantwortung der Grünen, und dann wissen Sie, wie realistisch das Szenario ist. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, für etwas, was ich unrealistisch halte, macht es keinen Sinn, sich dafür einzusetzen. Das ist für Sie enttäuschend, das weiß ich, aber ich glaube einfach, dass sich das in den letzten 2-3 Jahren so verändert hat, dass es nur noch um die 3 Varianten geht. Ich sage gleich was auf die eigentliche Frage, aber ich möchte schon noch kurz zum Thema Volksabstimmung noch eines sagen. Da darf man nämlich keine Legenden bilden. Also abgestimmt wurde über den Finanzierungsanteil des Landes Baden-Württemberg. Das sind 931 Millionen Euro. Nach dem Verständnis des Landes Baden-Württemberg gilt ein Kostendeckel. Das heißt, wie teuer das Gesamtprojekt wird, kann mit der Volksabstimmung nichts zu tun haben, weil der Anteil des Landes bei den 931 Millionen bleibt. Und er bleibt auch bei den 931 Millionen, egal welche Variante auf den Filtern realisiert wird. Das heißt, der Kostendeckel des Landes wird nicht gelupft für die Variante Plus, Minus oder Doppelplus oder sonst irgendwas. Das ist Aufgabe der Deutschen Bahn AG, einen funktionstüchtigen Bahnhof zu bauen. So, und zur eigentlichen Frage von Steffen Siegel. Ich sage es nochmal, ja, ich setze mich für die Überprüfung dieser Variante, die ich für die verkehrlich beste halte, Feigen ein. Das ist Bestandteil des Antrags, den wir auch im Bundestag gestellt haben. Bei der realistischen Betrachtung muss ich aber nochmal auf den Finanzierungsvertrag verweisen. Das heißt, ich fordere etwas, von dem ich überzeugt bin. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass die Realisierungschancen dessen, was ich für das Beste halte, für nicht allzu gut einschätzen. Wir müssen zum Schluss kommen. Eine Bemerkung zu Herrn Henrich, der sagte, das sei unrealistisch. Und die Frage ist, ist es richtig oder falsch? Und wenn es das Richtige ist, dann muss ich mich dennoch dafür einsetzen. Also wir von der Stützgemeinschaft. Wir haben den Glauben an die Vernunft unserer Volksvertreter noch nicht völlig aufgegeben. Und deswegen bitte ich darum, nehmen Sie viele unserer Informationsblätter mit. Da haben wir ja eine Lösung, die eigentlich von Pro- und Kontra-Leuten gefordert werden müsste, auf der 5. Seite unseres 6-seitigen Blattes. Nehmen Sie das mit, geben Sie es Ihren Leuten und kämpfen Sie für die Wahrheit, für das Richtige, auch wenn vielleicht ein paar andere Meinungen sind. Ich möchte zum Schluss Ihnen beiden sehr danken. Der Herr Gast wird wahrscheinlich noch ein Weilchen da bleiben. Der Henrich muss leider gehen. Und wir werden dann die Diskussion mit dem Publikum noch eintreten. Ich danke Ihnen vielmals. Und der Mischverkehr
deshalb, weil das Tunnel, das besteht, das ist ja ein S-Bahn-Tunnel, ist für die ICE oder Regio zu eng ist. Also diese Transport, diese Unfallzugangswege sind zu eng. Wieso können Sie als vernünftiger Politiker oder Vertreter in der CDU nicht das als richtigen Anhaltspunkt nehmen, zu sagen, hier wird was gebaut oder was in diesem Zusammenhang? Da wird einmal festgehalten, was in Zukunft nicht erlaubt ist und was den Transport gar nicht gewährleistet. Diskussion bitte nachher. Ja, erst durch die Antwort. Aber Sie beziehen das ja auf die Antragsstraße. Das wäre bei keiner Antragsstraße die Dürfte ich bitten, keine Einzeldiskussion. Wir kommen nachher im Detail auf alle diese Punkte zurück. Vielen Dank, Herr Hendrich. So, meine Damen und Herren, ich habe es ja angekündigt, dass jetzt Frank Distel nochmal zu den Varianten des Pro und Contra aus unserer Sicht darstellt. Und dann gehen wir erst in die Diskussion mit dem Punkt noch ein. Vielen Dank, Steffen Siegel. Meine Damen und Herren, bitte nochmal um Ihre Geduld. Ich weiß, wir strapazieren Sie sehr, vor allen Dingen diejenigen, die das Pro und Contra im Wesentlichen schon kennen. Aber für alle, die jetzt neu da sind und auch bezogen auf die neuen Trassenvarianten, muss ich Ihre Geduld noch ein bisschen in Anspruch nehmen. Ich bemühe mich, so kurz wie möglich mich zu fassen, aber wenn wir Pro und Contra jetzt nicht gezeigt bekommen, dann können wir nachher keine Substanz haben für Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal, ich komme jetzt als erstes wieder zur Antragstrasse und bemühe mich mal hier Ihnen die Nachteile, angefangen von der Rohrerkurve, zu zeigen. Wenn Sie in Ihre Broschüre reingucken, da stehen die ganzen Argumente und da sind auch ein paar sehr nette Karikaturen drin, die im Grunde das Wesentliche auf den Punkt bringen. An der Rohrerkurve begegnen sich und überkreuzen sich auch Züge der Gäubahn und der IC Zürich-Stuttgart mit den S-Bahnen, die hier aus Rohr kommen. Das ist jetzt etwas sehr klein und man kann es auch gar nicht größer rausmachen, ist aber auch gar nicht notwendig. So, an der Stelle tritt folgendes Problem auf. Tagtäglich haben die Züge der Deutschen Bahn Verspätung. Tagtäglich, das ist an der Tagesordnung. Wenn hier ein ICE aus Zürich mit dem S-Bahn-Takt kollidiert, dann ist von vornherein klar, dass die S-Bahn warten muss. Weil es kann nicht sein, dass der ICE, künftig wird es ein ICE übrigens sein, der über den Flughafen fahren soll, dann hinter der S-Bahn herzugeln, weil die hat an drei Haltepunkten eine Haltestelle. Obereichen, Leinfelden, Echterdingen und dann am Flughafen. Also wird der ICE Vorfahrt bekommen. Sie sehen das an der netten Karikatur, wo die S-Bahn eine Vollbremsung macht und der ICE frech grinsend vorbeifährt, praktisch damit er vorne dran ist. So. Das bedeutet, dass der S-Bahn-Takt von vornherein schon bei solchen Verspätungen durcheinander kommt und Sie alle wissen aus dem täglichen Verkehrsgeschehen auf der S-Bahn, dass das heute schon schlimm genug ist. Dann haben wir hier im gesamten Abschnitt mehrfach jetzt angesprochen einen Mischverkehr, der übrigens hier in diesem Bereich eine Sondergenehmigung des Bundesverkehrsministers gebraucht hat, sonst wäre er überhaupt nicht genehmigungsfähig gewesen. Und diese Sondergenehmigung, diese Ausnahmegenehmigung, die hat eine Halbwertszeit. Die läuft nämlich im Jahr 2035 aus. Man kann jetzt eine Prognose abgeben, die wird halt dann 2035 verlängert. Aber im Grunde hat das einen Sinn gemacht, denn der Bundesverkehrsminister sagt, wenn an den Tunnels, insbesondere am Flughafentunnel, hier im Zug der S-Bahn-Strecke, irgendetwas verbessert wird, irgendetwas gebaut wird, dann ist der Fernverkehrsstandard herzustellen. Sonst läuft die Ausnahmegenehmigung schon an diesem Punkt aus. Das bedeutet nichts anderes, als dass der gesamte Schienenverkehr hier stillgelegt werden muss und im Grunde gar kein Verkehr mehr stattfindet, während solche aufwendigen Umbauten stattfinden. Also das ist schon mal ein mächtiger Mangelpunkt. Jetzt komme ich wieder in dieses große Bild hier rein. Hier kommt also die Gäubahn an, wir haben es vorhin gehört, gemeinsam mit der S-Bahn und mündet hier in den Terminalbahnhof, wobei jeder Zugart nur ein Gleis im Gegenverkehrsbetrieb zur Verfügung gestellt wird. Der größte Mangel der S-Bahn-Trasse, der Antragstrasse neben
den Mängeln, die hier der Fernbahnhof aufweist. Wenn hier im Gegenverkehrsbereich ein Zug stehen bleibt, dann muss auch der Gegenzug stehen bleiben. Das gilt sowohl für S-Bahn als auch für die Gäubahn, was bedeutet, dass im Grunde der Zugverkehr auf den Feldern zusammenbricht. Dann haben wir hier das Problem, dass hier massiv auf die Seite in auf Blinierseite eingegriffen wird, wenn auch nur vorübergehend, aber mit nachhaltigen Folgen für die Landwirtschaft dort, die auch übrigens die ganzen Ausgleichsflächen hinnehmen muss. Die Landwirte müssen auf ihren Feldern auf Dauer die Ausgleichsflächen für diese Eingriffe, die hier gemacht werden, dulden und hinnehmen. Eine sehr teure Lösung, eine zweigleisige Flughafenkurve, die dann hier die Gäubahn wieder in diese Richtung Stuttgart bringt und aus Richtung Stuttgart die kommende S-Bahn hier durchschleust. Der Fernverkehr Stuttgart-Ulm und der vorhin angesprochene Regionalverkehr Reutlingen-Tübingen-Stuttgart fährt hier aus der Schnellbahnstrecke raus in den Bahnhof rein und umgekehrt jeweils in den Tiefbahnhof, der 27 Meter unter der Erdoberfläche liegt. Ja. Dieser Bahnhof, meine Damen und Herren, hat keine einzige Rolltreppe. Der hat nur Aufzüge und ein 10-stöckiges Fluchttreppenhaus. Jetzt muss man sich mal vorstellen, den Aufwand, den Flugreisende mit schwerem Gepäck haben. Jeder weiß vom Berliner Hauptbahnhof, wie lange es dauert, bis der Aufzug kommt, wie lange er warten muss und wie langsam der Aufzug fährt. Die Koffer 10 Stockwerke, die Treppen hochschleppen, ist auch keine Lösung. Also eine Situation, die vom Umsteigekomfort her eigentlich eine Katastrophe ist. Dann muss man sehen, dass dieser Bahnhof brandschutztechnisch zumindest äußerst fragwürdig ist. Es ist vorgesehen, dort in diesem Bahnhof, der in zwei Röhren aufgeteilt wird, für jedes Gleis eine separate Röhre, dass zwischen den Röhren Fluchtstollen eingesetzt werden mit Rauchschutztüren. Die gleichen Rauchschutztüren sind auch im Fluchttreppenhaus. Das muss man sich vorstellen, es fährt dort ein Zug ein, der in Brand gerät. Jetzt wird man natürlich sagen, wie oft gerät ein Zug in Brand. Vor 3 Jahren hatten wir eine Situation, wo im Bahnhof Offenbach ein ICE vollkommen ausgebrannt ist. Angefangen vom Triebkopf, da hat sich heißes Öl entzündet und der gesamte Zug ist ausgebrannt. Die Leute konnten problemlos fliehen, weil der Bahnhof ebenerdig war. Hier ist die Situation die, dass bestimmte Zeiten für die Flucht von Personen zur Verfügung steht. Die Aufzüge sind im Fall eines Brandes stillgelegt. Es sind nur die Fluchtstollen in den Nachbarstollen offen und die Fluchttreppenhäuser. Jetzt stellen Sie sich vor, die Technik versagt. Die Rauchschutztüren reagieren zu früh auf den Rauch und gehen zu. Es tritt hier unten Panik auf. Behinderte können gar nicht fliehen. Es gibt 2 Feuerwehraufzüge, wo die Behinderten fremd gerettet werden. Die können sich nicht selber retten. Dieses Chaos muss man sich mal vorstellen, was hier geschaffen wird in einer Neubausituation. Dann ist natürlich auch zu erwähnen, dass der Weg praktisch aus diesem Bahnhof erstmal der Höhenunterschied und dann der 200 Meter lange Weg zum Flughafenterminal auch ein Problem darstellt. Aber da komme ich nachher im Zusammenhang mit dem Bahnhof Flughafenstraße noch mal kurz drauf zu sprechen. Übrigens, zu Ihrer Information, diese Variante Antragstrasse ist noch bevor sie in die Planfeststellung ging um 200 Millionen teurer geworden. Die hat ursprünglich 536 Millionen gekostet, jetzt kostet sie über 700 Millionen. Da sagt die Bahn, das wird durch Umschichtung aus dem Gesamtprojekt erledigt. Ja. Wir sagen, das erhöht die Kosten jetzt bereits von 6,8 auf über 7 Milliarden. Jetzt kurz zum Bahnhof unter der Flughafenstraße, besser bekannt unter der Bezeichnung Flughafenbahnhof Plus oder Filterbahnhof Plus. Auch hier will ich nicht nochmal in die ausführliche Beschreibung einsteigen. Wir haben hier nach wie vor diese Kurve über die Plininger Markung. Wir haben hier eine Ausschleifung der Gäubahn aus der Mischverkehrsstrecke, um dieses Problem des eingleisigen Betriebs im S-Bahn-Terminal zu lösen, sodass dass Gäubahn und Fernzüge aus Ulm bzw. Regionalzüge aus Tübingen einen eigenen Bahnhof bekommen. Jetzt stelle man sich einen Flugreisenden vor, der hier ortsfremd ist. Der will aus dem Flughafen kommen, mit der Bahn nach Stuttgart fahren.
Es findet hier die Situation vor, dass die Goldbahnzüge in Richtung Stuttgart nach Osten abfahren und die Züge, die aus Ulm kommen, in Richtung Stuttgart nach Westen abfahren. Das heißt, die Züge fahren genau gegenläufig ab. Kein Mensch findet sich zurecht. Der Abstand, und das wird in der Presse ständig falsch dargestellt, ich weiß gar nicht warum, das haben wir öfters erklärt bereits, dass der Abstand sich nur unwesentlich ändert gegenüber der Antragstrasse zwischen dem Bahnhof Plus und dem Flughafenterminal. Dazu zeige ich Ihnen schnell einen anderen Plan. Da ist, das kann man hier sehen, hier der Bahnhof der Antragstrasse unter der Messe dargestellt und die Wegentfernungen vom Zugang unter der Messepiazza zum Flughafenterminal und vom Zugang Ost des Bahnhofs zu den Flughafenterminals 3 und 4. Das sind in diesem Fall 170 Meter und in diesem Fall 200 Meter bei der Antragstrasse. Merken Sie sich mal bitte diese Zahlen. Jetzt zeige ich Ihnen die Wegentfernungen beim Bahnhof Plus. Da wird hier großer Wert drauf gelegt, dass es hier nur noch 150 Meter sind. Hier seien es auch noch 200 Meter. Hat man aber vergessen, diesen Wurmfortsatz mit dazu zu rechnen. Die 20 Meter, die hier gewonnen werden, die werden hier dazugeschlagen, sodass wir hier tatsächlich 220 Meter haben. Unter dem Strich ist die Wegentfernung also so gut wie identisch bei beiden Bahnhöfen. Das heißt, kein Gewinn für den Flughafenbahnhof Plus. Und hier bleibt es dabei, dass auch bei der Flughafenvariante letzten Endes der Mischverkehr bleibt. Die Rohrer Kurve mit ihrer verspätungsträchtigen Situation, die hier geschaffen wird. Und dieser Bahnhof kostet zu allem Übel auch noch runde Schätzung, Kostenschätzung der Bahn 224 Millionen Euro mehr. Mehr Kosten. Dann ein ganz entscheidender Nachteil dieses Bahnhofs ist hier diese Ausschleifung im Westen der Messe. Sie sehen hier, dass diese Linie durchgezogen ist und nicht gestrichelt. Das bedeutet, das ist eine ebenerdige Führung in einem leichten Einstieg, die aber unheimlich Fläche verbraucht in dieser landwirtschaftlich wertvollen Fläche. Da sind drei Echterdinger Aussiedlerhöfe drin, die durch diese Flächenwegnahme, die ja nicht die erste ist, wenn man Messe und Flugstartbahnverlängerung und so weiter alles zusammennimmt, diese drei Aussiedlerhöfe werden in ihrer Existenz gefährdet. Das heißt, ein entscheidender Nachteil, dass dieser Eingriff in die wertvollen Filterböden hier dazukommt. Und dann gibt es auch noch einen fahrplanmäßigen Nachteil. Der Bahnhof Flughafenstraße oder der Bahnhof Plus beherbergt ja jetzt nicht nur die Fernzüge aus Ulm, sondern auch die Gäubahn. Und wenn ich jetzt den Stresstest der Deutschen Bahn zur Hand nehme, der ja, also ich sag's mal ganz vorsichtig, hingetrickst genug war, da sind mehrere Rechenmängel drin, die man sehr in Frage stellen kann, wenn man sie auf ihre Richtigkeit abklopft, führt zu folgender Situation, dass in der morgendlichen Spitzenstunde im Fahrplan, im Stresstestfahrplan, hier in diesem Bahnhof minutenlang drei Züge gleichzeitig stehen, der hat aber nur zwei Gleise. Also der Stresstest funktioniert schon mal erst recht nicht mit diesem Bahnhof, auf den die Bahn immer so großen Wert legt. Das sind die wesentlichen Nachteile und es bleibt, das kann ich nur nochmal hervorheben, hier bei der Wegentfernung, bei der beschwerlichen Wegentfernung von 200 Meter zwischen Bahnhof und Flughafenterminal. Jetzt zur Variante drittes Gleis, der sogenannten Hermann-Variante. Als sie dem Landesverkehrsminister, zugesprochen wird, ich weiß gar nicht, ob er sie erfunden hat, aber es ist, glaube ich, in seinem Hause entwickelt worden. Auch hier hat man sich bemüht, die Eingleisigkeit, es ist eigentlich alles genau gleich wie bei der Antragsstraße. Auch der tiefliegende Bahnhof, auch die Mischverkehrsgeschichte, auch die Rohrerkurve, alles völlig identisch wie bei der Antragsstraße. Nur man bemüht sich hier, den eingleisigen Gegenverkehrsbetrieb auszunehmen und hier in einem dritten Gleis die Gäubahn in einem separaten eingleisigen Bahnhof zu führen. Dies bedeutet aber wiederum Gegenverkehr. Diesmal nur für die Gäubahn bzw. für den ICE Stuttgart-Zürich. Auch ein Nachteil, wenn einer der Züge Verspätung hat, dann muss der Gegenzug auch stehen bleiben. Genau der gleiche Fehler wie bei der Antragsstraße, wenn auch in abgemilderter Form, weil die S-Bahn nicht direkt mit betroffen ist an dieser Stelle. Auch hier bleibt es beim Eingriff
über die Liniermarkung und wie gesagt bei allen Nachteilen, die auch die Antragstrasse hat. Vielleicht zeige ich Ihnen jetzt ganz schnell nochmal einen Plan, Variantenvergleich des Flächenverbrauchs des Bahnhofs Plus und der Antragstrasse. Blau sind die Gleise der Antragstrasse, rot sind die Gleise des Bahnhofs Plus. Hier der Bahnhof der Antragstrasse, hier der Bahnhof Plus. Und jetzt sehen Sie auf den ersten Blick, die Eingriffe hier über die Pliniermarken sind bei der Variante Flughafen Bahnhof Plus viel größer und viel weiter ausgreifend. Und zwar in der Weise ausgreifend, dass hier auf Pliniermarken sogar das Naturdenkmal an dieser See in Mitleidenschaft gezogen wird. Nun gibt es nie offiziell diskutiert, noch eine Variante, die im Zusammenhang mit dem Flughafen Bahnhof Plus ins Gespräch gebracht worden ist. Ich habe da einen Plan, der allerdings ein bisschen schwierig ist von der Darstellung. Ich hoffe, ich finde ihn gleich. Sekunde, machen wir gleich. Das ist der Bahnhof Plus. Etwas schwierig, hier das zu finden. Lassen wir es, vielleicht finden wir es nachher in der Diskussion, ist egal. Ich mache einfach mal weiter. Wie sieht die Lösung aus, meine Damen und Herren? Es ist mehrfach angesprochen worden. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was Matthias Gasten vorhin gesagt hat, zum Finanzierungsvertrag. Die Lösung erst, sie besteht darin, dass ich den Verlauf der Gäubahntrasse über die Panoramastrecke belasse, so wie sie heute ist, mit einer ganzen Menge von Vorteilen. Erstens, der Hauptverkehrsstrom, der Hauptpassagierstrom der Gäubahntrasse geht zum Hauptbahnhof und nicht zum Flughafen. Und zwar laut Überlegungen der Gruppierung Pro Bahn, Runde 90% aller Fahrgäste wollen zum Stuttgarter Hauptbahnhof, ja. Und etwa 10% wollen, die in der Gäubahn kommen, wollen in Richtung Flughafen. Von den 10% will garantiert die Hälfte nicht zum Flughafen, sondern nach Leinfelden oder Echterdingen. Die müssten paradoxerweise dann zum Flughafen durchfahren, dort in die S-Bahn umsteigen und den gleichen Weg wieder zurückfahren. Wenn ich hier einen Umsteigebahnhof in Vaihingen einrichte, dann habe ich zwei Bahnsteige direkt nebeneinander, den Bahnsteig, an dem der ICE Zürich-Stuttgart und die Regionalzüge der Gäubahn halten und direkt daneben einen Bahnsteig für die S-Bahn bzw. für eine Express-S-Bahn, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wo man auf kurzem Weg in die S-Bahn umsteigen kann und hier am Flughafen im S-Bahn-Terminal ankommt, so wie heute, also praktisch direkt unter den Terminals, mit Rolltreppen, mit Aufzügen, wo ich direkt im Flughafen-Terminal rauskomme. Keine 200 Meter zurücklegen muss, keine 27 Meter Höhenunterschied. Beim Flughafenbahnhof Plus sind es 18 Meter, aber immer noch tief genug. So. Und wir schlagen an der Stelle vor, am Flughafenbahnhof oben weder den Bahnhof unter der Flughafenstraße noch diesen Bahnhof, der hier schräg unter der Messe liegt, sondern einen Bahnhof in der durchlaufenden Strecke, ohne Ausschleifung, die Zeit kostet. Jetzt muss man natürlich sehen, dass man diese Wegentfernung von diesem Bahnhof zum Terminal bequem überbrücken kann. Und da ist uns eingefallen, die Lösung, die am Frankfurter Flughafen, die es am Frankfurter Flughafen gibt, zwischen den dortigen Flughafenterminals und dem Fernbahnhof in Frankfurt am Flughafen. Nämlich eine sogenannte Mini-Metro, die eigentlich, sage ich jetzt mal, auch die Attraktionswirkung schlechthin entfalten könnte am Flughafen oben. Das ist eine Bahn, die im, jetzt sag ich mal, 5-Minuten-Takt hin und her fährt und den Bahnhof mit der Messe verbindet. Hier mit, könnte ein weiterer Haltepunkt hier an der Stelle sein, die U6 erschließt und die S-Bahn und die Flughafenterminals. Das wäre eine Lösung, die hier viel einfacher ist, viel weniger Eingriffe verursacht, viel weniger Fläche verbraucht und sehr viel kostengünstiger ist. So ist. Wie sieht das, meine Damen und Herren, dann unten im Tal aus? Nun, da gibt es drei Varianten. Ich mache
der S mit der Gäubahn an wie heute. Da ändert sich gar nichts. Auf den heutigen Gleisen. Hier fährt die Gäubahn über diese Brücke an der Nordbahnhofstraße. Legt sich hier direkt neben die hier braun dargestellt künftigen S-Bahn-Gleise direkt daneben und taucht hier in einen Tunnel ab und kommt hier als Kopfbahnsteig auf Höhe des Tiefbahnhofs raus. Das ist eine Variante. Es gibt eine zweite Variante, die noch viel kostengünstiger ist. Wenn die Bahn gezwungen wäre, am heutigen Hauptbahnhof oberirdische Gleise zu erhalten. Sie erinnern sich alle an die Klage der Stuttgarter Netz AG, deren private Mitglieder, also private Bahnbetreiber nach § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz den Anspruch hat auf Erhalt von Gleisen, soweit sie es verlangen. Das heißt, wenn die also den Erhalt oberirdischer Gleise verlangen, zum Beispiel, weil sie mit ihren Dieselloks nicht in den Tiefbahnhof reinfahren dürfen, dann muss die Bahn diese oberirdischen Gleise erhalten. Dann könnte die Gäubahn problemlos über oberirdische Gleise, so wie heute, in den Kopfbahnhof Teile, bestehen bleibende Teile des heutigen Kopfbahnhofs reinfahren und wir hätten alle Probleme gelöst, einschließlich dem Problem Notfallkonzept S-Bahn. Es wäre hier nämlich ohne weiteres möglich, sowohl von der tiefliegenden Variante, die ich hier dargestellt habe, ab hier wäre das im Tunnel, als auch von den ebenerdigen Gleisen einen Überleitungsgleis zur S-Bahn rüber zu machen, sodass praktisch S-Bahn-Züge weiter in den Kopfbahnhof, entweder tief oder oben, reinfahren könnten bei Verspätungen oder Störungen der S-Bahn-Stammstrecke und über die Gäubahn nach Freiingen fahren könnten. Das Notfallkonzept wäre auch erhalten wie heute, während bei allen anderen Varianten, bei allen anderen drei Varianten, kein vernünftiges Notfallkonzept für die S-Bahn verfügbar wäre. Es gibt eine dritte Variante, meine Damen und Herren, die kennen Sie alle auch. Das ist eine Variante mit dem sogenannten Kehrtunnel. Das ist ein Tunnel, der hier etwa beim Löwentor verläuft und praktisch die Gäubahn im Tunnel in den Zulauf von Bad Cannstatt her einführt, sodass er direkt in den Tiefbahnhof einfahren kann. Nachteil dieser Variante, es ist bei dieser Variante keine Durchbindung der Gäubahn, die von Zürich kommt, nach Nürnberg möglich. Und das ist ein entscheidender Planungsaspekt, auf den die Bahn großen Wert legt. Zweitens, ich habe hier mit dieser Kopfbahnhoflösung zumindest für den Tiefbahnhof ein 9. und 10. Gleis zur Verfügung, was den Tiefbahnhof etwas verbessern würde, zukunftssicherer macht, während ich das bei der Gäubahn, bei der Gäubahn-Variante im Kehrtunnel nicht hätte. Aber nun sind wir ja nicht unbedingt angetreten, als Schutzgemeinschaft Filter hier Stuttgart 21 zu verbessern, sondern wir sind Gegner von Stuttgart 21. Wir sagen an der Stelle nur, wenn der Tiefbahnhof denn am Ende nicht vermeidbar ist, dann müssen wir uns wenigstens darum kümmern, dass auf den Filtern nicht so ein Murks gemacht wird, wie wir ihn hier haben, sondern hier die bessere Lösung verfolgt wird. Und deswegen engagieren wir uns hier in einer Richtung, die eigentlich gar nicht auf unseren Fahnen steht. Wir wollen Stuttgart 21 als Ganzes verhindern. So. Jetzt aber zum Abschluss noch zu dem einen Punkt Finanzierungsvertrag, meine Damen und Herren. Es ist richtig, was Matthias Gasten sagt. Das ist ein bohrendicker Bretter, um auf diese Variante zu kommen, weil alle Projektbeteiligten gegen diese Variante ist. Sie ist ja auch als Siegervariante aus dem Filterdialog hervorgegangen. Das muss man ja wissen. Und ist trotzdem verworfen worden, weil die übrigen Projektpartner nicht mitgemacht haben. Nun sage ich mal ganz flapsig, wer A sagt, muss dann nicht B sagen, wenn er feststellt, wenn er vor B steht, feststellt, dass A falsch war. Und an dieser Stelle ist A, nämlich die Antragstrasse, das Falscheste, was man machen konnte. Das ist die schlechteste aller Lösungen, das haben Sie mehrfach gehört. Also muss ich zu besseren Lösungen kommen. Aber was hier gemacht wird mit dem dritten Gleis und mit der Flughafenvariante Plus, ist nichts anderes als einem tumorkranken Kopfschmerztabletten zu verabreichen, anstatt den Tumor rauszuschneiden. Meine Damen und Herren, die einzige Lösung, die wirklich eine Lösung ist, ist diese Lösung und, letzter Satz von mir, sie ist selbst in der tiefliegenden Variante, das heißt also in der Variante, bei der die Trasse unten in Tieflage an den Tiefbahnhof anschließt, um vorsichtig geschätzt, sehr vorsichtig geschätzt, ca. 70 Millionen günstiger als die Antragstrasse. Kostengünstiger, billiger, während alle anderen Varianten teurer sind. Zwischen 80 und 224
Millionen. An dieser Stelle danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Feuer frei für Ihre Fragen. Als erstes, Sie sehen, was wir da für ein Infoblatt gemacht haben, ist nicht ganz billig. Vielleicht geht jetzt mal da so ein Spendenkästchen durch, das wäre nicht schlecht. Das Zweite, Herr Gassel hat es ja schon gesagt, unsere, oder das Vernünftigste wäre natürlich den Kopfbahnhof belassen, einen Bahnsteig in Feigen bauen und einen S-Bahn-Ringschluss über die Filtern ins Neckartal zu bringen. Ich hatte vorhin schon angekündigt, dass die SPD jetzt ein wenige Minuten, also 5 Minuten länger nicht, Herr Wanderbauer, bekommt, um ihre Meinung hier zu äußern, wobei das sehr schwierig ist, weil es in der SPD, das sehen Sie an diesen beiden Herren, extrem unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann gehen wir wirklich in die Diskussion mit dem Publikum über. So, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass noch die Möglichkeit besteht, hier etwas darzustellen, was vorher gewaltig zu kurz gekommen ist. Ich habe mich sehr geärgert, dass die SPD hier nicht berücksichtigt worden ist. Und ich hoffe, dass wir uns ganz normal und sachlich auch unterhalten können. Und jetzt würde ich einfach mal bitten, ich bin auch nicht gekommen, um Stuttgart 21 in Stuttgart unten zu lösen. Ich bin Kommunalpolitiker aus Filderstadt, wer mich nicht kennt. Ich bin auch im Kreisrat und habe mich mit der Sache, sagen wir mal, intensiv seit 2009, 2010 befasst, was auf den Filtern hier abgeht. Und ich sehe in der Antragsvariante auch granatenmäßige Nachteile. Da sind wir uns vollkommen einig. Ursprünglich habe ich deswegen auch diesen gesamten Mischverkehr vermeiden wollen. Und zwar, indem man eine Trasse an der Rohrer Kurve nördlich oder südlich der Autobahn rüberführt, in den Flughafen rein, dann wäre man diesen ganzen Mischverkehr los gewesen und man hätte sich ein Riesenproblem abgeschafft. Diese Trasse ist im Augenblick tot, die kann vielleicht in x Jahren mal wieder erstehen. Sie hätte den Riesenvorteil, dass man eine zusätzliche Entlastung, vorher ist vom 9. und 10. Gleis in Stuttgart unten gesprochen worden, diese Ost-West-Trasse wäre hier oben natürlich denkbar, eine Schnellstraße, Trasse Richtung Straßburg, Paris. Aber gehen wir jetzt erstmal auf die Bilder und da liegt mir eines am Herzen. Es ist immer unheimlich schön, schwarz oder weiß zu erklären, wenn die Dinge vorangehen und als Kommunalpolitiker haben wir eines gelernt, wir dürfen nicht weggucken, wir dürfen uns nicht eine andere Wirklichkeit schaffen, sondern im Augenblick wird gebuddelt, im Augenblick wird gearbeitet. Das Planfeststellungsverfahren ist im Gang, die Erörterungsverhandlungen sind gelaufen und jetzt heißt es, eine Lösung zu finden. Und jetzt möchte ich einfach den Punkt darstellen, ja bitte, in der Variante Flughafen Plus haben wir die Möglichkeit, eines Tages eine Fortsetzung dieser Autobahntrasse zu machen, um den Mischverkehr endgültig loszuwerden. Das ist mit diesem dritten Gleis nicht machbar. Übrigens, das dritte Gleis ist nicht beim Herrn Minister Herrmann entstanden. Ich habe das bereits schon angesprochen, es ist nicht auf meinem Schreibtisch entstanden, aber ich habe das mitgekriegt, dass das schon vom Flughafen längst im letzten Jahr entwickelt worden ist. Aber es ist sicherlich nicht die größte Katastrophe, wie die Antragstrasse, aber es ist eine Trasse ohne Nachhaltigkeit. Das ist ihr großes Problem. Also mein Petitum wäre, es bringt gar nichts, auf den Sack einzuschlagen, wenn man merkt, dass im Augenblick gehandelt wird und eigentlich eine Katastrophe wäre, wenn die Antragstrasse kommt, sondern über die Flughafenstraße hätten wir eine Möglichkeit. Und was mich ärgert ist, was nicht dargestellt wird. Der Uli Berger sitzt dahin, das sehe ich gerade. Unsere Plieninger Genossen haben da nämlich eine Idee gehabt und die unterstützen wir genauso. Diese, oh, kannst du nochmal? Die Trasse hier einzuführen in diesen Flughafenbahnhof Plus und hier Kopf zu machen.
Das wäre eventuell notwendig, ein drittes Gleis zu machen, eventuell nicht, das müsste man berechnen. Aber dann hätte man die ganzen landschaftszerstörerischen Probleme in Bleningen nicht. Man hätte eine riesen Kostenersparnis und könnte, falls es notwendig sein sollte, das später immer noch machen. Aber wir würden erhebliche Kosten sparen. Im Augenblick sind immer diese 220 Millionen im Gespräch, die könnte man hier wegkriegen. Also mein Petitum wäre eines, es bringt nichts, auf eine Verbesserung einzudreschen, um nachher die Gefahr zu laufen, dass wir was ganz Schlechtes kriegen. Deswegen finde ich das verheerend und da kann man jetzt jauchzen oder drüber schimpfen oder ein lächerlich machen. Das hilft uns nachher nichts und ein Punkt ist auch vergessen worden. Wenn wir diese Einführung in den Flughafen nicht machen, ist die Fortsetzung nach Neuhausen tot. Grundlage der Verlängerung nach Neuhausen ist Stuttgart 21, das heißt Einführung der Neubahn des ICs in den Flughafen, sonst bleiben wir unter den Berechnungen, die das GVFG erfordert. Und das ist heute Abend nicht einmal angesprochen worden. Für die Filtersteller ist es ein zentral wichtiger Punkt und für die Neuhäuser im Übrigen auch. Pro Tag ist etwa ein Aufkommen, ich will es mal so ansprechen, 20.000 Personen pro Tag. Und das möchte ich einfach zu bedenken geben, wenn wir jetzt in den Verhandlungen sind, auf eine bessere Lösung einzudreschen, um eine schlechtere zu legen, halte ich für eine Katastrophe. Und da kann man noch so schreien, das hilft uns nachher nicht, wenn wir die schlechtere Lösung haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich habe meine Zeit überschritten und bedanke mich. Schönen Abend noch. Und ich muss ganz kurz dazu natürlich etwas sagen. Das sind die Pläne, die ich vorhin gesucht habe, meine Damen und Herren. Was Walter Bauer hier gesagt hat, kann natürlich keinesfalls unwidersprochen bleiben. Erstens, er sprach davon, dass die Kosten von 224 Millionen wegfallen. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Die Flughafenkurve, ich habe das selber ausgerechnet, kostet ungefähr zwischen 50 und 70 Millionen. Ich muss das mal so sagen, ungefähr, meine Damen und Herren, wir arbeiten hier mit Bordmitteln. Die Bahn planen 20 Jahre an diesem Mist rum. Wir müssen mit Bordmitteln die Kosten zerfügen. Ungefähr 50 Millionen weniger bedeutet aber nichts anderes, als dass diese Trasse immer noch, diese Variante immer noch rund 150 bis 170 Millionen teurer ist. Und man darf eins nicht vergessen, ohne das dritte Gleis hier drin, das die Kopfsituation für die Goldbahn markiert, geht es gar nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Stresstestfahrplan mit zwei Gleisen alleine in diesem Bahnhof nicht funktioniert und es kommt ein drittes hinzu und ein viertes, der Flächenverbrauch auch hier im Westen bleibt. Und wenn eine Goldbahn einen Kopf macht, dann muss der Lokführer von vorne nach hinten umsteigen, damit er in der anderen Richtung wieder rausfahren kann. Das heißt, diese Goldbahn steht mindestens 6 Minuten in diesem Bahnhof und das verdrängt das Zusammenspiel zwischen Flughafen, Bahnhof und diesem auf Kante gestrickten Tiefbahnhof definitiv nicht. Darüber muss man sich im Klaren sein, das geht technisch und fahrplanmäßig nicht. Vielen Dank. Ich wollte jetzt aber doch das Publikum zu Wort kommen lassen. Also wir machen zur Reihe nach, die Leute, die da am Mikrofon stehen. Und ich bitte Sie, dass Sie Ihren Namen sagen, vielleicht auch, wenn Sie eine Gruppe angehörig sind, die vielleicht auch. Und dass Sie sich kurz fassen. Mal sehen, vielleicht fassen wir mehrere zusammen, bevor wir dann antworten. Wir sind jetzt hier zu dritt und müssen uns dann einigen, wer da etwas sagt. Also bitte, der erste Fragende. Ja, ich bin der Lauter. Lauter, ja. So, jetzt. Also, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt der SPD noch da in den Punkt zu glauben, weil man einfach die Parteiführung hat vor dem Volksentscheid alle Probleme, die ja bekannt waren, weil die auch benannt wurden, zur Antragsklasse einfach weggelächelt, um es mal schön zu sagen. Und also ich finde es einfach, da hat die SPD einfach sehr stark verloren, genauso wie alle anderen Parteien, die vor dem Volksentscheid diese Probleme verschwiegen haben und immer gesagt haben, man muss den Planern der Deutschen Bahn trauen, jetzt traut man irgendwelchen Planern vom Flughafen, ich weiß gar nicht,
Flughafen Schienenplanung machen sollte, da habe ich doch große Zweifel und man sollte vielleicht erstmal auch da wieder Simulationen machen, was man ja bei Stuttgart 21 leider versäumt hat. Und das war jetzt nur eine Anmerkung dazu. Ich persönlich bin jetzt aber, weil die, wir haben ja hier noch sehr lange mit der Sache zu tun, ohne dass irgendwas kommt. Und wir haben massive Probleme hier im S-Bahn-Verkehr, zurzeit schon, jetzt heute wieder ist meine S-Bahn durch Oberleitungsschaden ausgefallen. Ja. Und da werde ich, also man darf vor Krisenrealitäten eben auch nicht die Augen verschließen, insbesondere nicht als Kommunalpolitiker. Kommunalpolitiker stehen hier insbesondere in der Verantwortung, eine Lösung zu finden. Und die Lösungen sind ja hier auch benannt worden, denn man kann eine... Ihre Frage bitte. Ja, meine Frage dazu ist, warum macht man jetzt nicht schon einen Halt in Feigen, warum bietet man jetzt nicht schon eine Express-S-Bahn an? Zum Beispiel, weil einfach da, also dieses Notfallkonzept ist ja jetzt schon Realität, dass S-Bahnen da, über den Kopfbahnhof fahren. Aber ich wünsche mir einfach die Alternativen. Jetzt, wie bin ich heute überhaupt hierher gekommen? Mit der Straßenbahn, aber die S-Bahn nicht funktioniert. Genau, also. Das sind ja ganz Ihre Meinung, was den Feiger Bahnsteig. Warum macht man diese Lösungen, warum arbeitet man an diesen Lösungen nicht jetzt eine Expressbahn anbieten, zum Flughafen und einen Halt in Feigen anbieten? Und darauf muss die Kommunalpolitik und die Landespolitik drängen. Ja. Ja. Alles richtig, was Sie sagen. Wir arbeiten ja dran, nur die Bahn leider nicht. Ingenieur 22. Ich muss zunächst einmal, ich versuche direkt reinzusprechen, ich muss zunächst mich mal darüber wundern, mit welcher Naivität manche Leute hier immer noch denken, man könne mit einer Variante, die abweichen von der Antragstrasse, die Probleme hier auf den Feldern lösen. Man hat jetzt zwei andere Varianten, davon ist die eine fast so schlecht, also wirklich nur fast so schlecht wie die Antragstrasse. Die zweite ist nur fast so schlecht wie die andere, fast so schlecht ist wie die Antragstrasse. Und damit möchte man jetzt die Probleme lösen. Also ich muss mich schon wundern, mit welcher Naivität daran gegangen wird, wo doch die ganzen Mängel schon zu Zeiten Heiner Geißlers auf den Tisch lagen und im Filterdialog bis zur Unkenntlichkeit diskutiert wurde, wo wir als Ingenieure 22 schon die Frage gestellt haben, wie viel Verkehrsbedarf kommt denn von jenseits des Verbundraumes die Goldbahn hoch. Damals sagte man uns, in der letzten Veranstaltung nach dem 10. Nachfragen, das seien 70 Personen pro Tag. Und das hätte der Flughafen, hätte das mal ermittelt. Und da muss man sich überlegen, warum man für diese 70 Personen pro Tag einen ganzen Flughafenverkehr umlenken muss. Also da wäre doch der Umstieg in Freien, wäre doch da eigentlich für die 70 Leute heute schon das Mittel der Wahl. Jetzt aber zur Frage, und zwar wird noch hier jemand diskutiert über den Finanzierungsvertrag und der Flughafen würde sein Geld zurückverlangen können und so weiter. Ich habe das zufällig nochmal überflogen, diese Landtagsdrucksache. Ich glaube, bei 130 Millionen circa ist so ein Rückforderungsvorbehalt tatsächlich drin. Beim anderen Anteil von etwa gleich hoch ist es wohl so, dass der Flughafen ein nicht rückzahlfähiges Eingabe gegeben hat. Da müssen wir nochmal reingucken, korrigieren Sie mich bitte, wenn es nicht stimmt. In dem Finanzierungsvertrag steht aber ein Passus, dass es damals eine Ausstiegsmöglichkeit gab, 2009. Da waren sich die Partner einig, dass zuerst die Kosten auf Basis einer qualifizierten Vorplanung und unter Darstellung aller Planfeststellungsbeschlüsse zuerst abgeprüft werden solle, ob das Projekt überhaupt wirtschaftlich und gewinnbringend durchführbar ist. Auf Basis einer qualifizierten Kostenrechnung, ich
wiederhole es nochmal, bei Vorliegen aller Planfeststellungsbeschlüsse und in Verbindung mit einer qualifizierten Vorplanung. Den Stand haben wir heute noch nicht erreicht, aber die Ausstiegsklausel ist bereits verstrichen und es wurde bereits begonnen. Wie kann eigentlich ein Land es überhaupt verantworten, mit sowas zu beginnen, bevor die Voraussetzungen überhaupt erfüllt wurden? Das ist furchtbar richtig, aber ich bitte wirklich darum, sich kürzer zu fassen noch. Da sind einige, die noch was sagen wollen. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht zu reagieren, weil es eigentlich im Wesentlichen richtig ist, was er gesagt hat. Okay, Bernd Obholzer hier, auch Mitglied bei den Grünen in Leinfeld-Echterding. Ich versuche mal tatsächlich Fragen zu formulieren. Mir hat zum Beispiel gefehlt bei dem Vortrag die Geschichte mit der Ruhrer Kurve. Ich habe meinen Einspruch im Wesentlichen auf die Probleme der Ruhrer Kurve da begründet und da war doch auch im Gespräch, dass man zum Beispiel irgendeine Art Überführungsbauwerk baut an der Stelle. Da wollte ich mal wissen, wie das bei den verschiedenen Varianten, ob das damit drin ist. Dann die weitere Frage ist der Mischverkehr. Ich habe kürzlich in einem sehr interessanten Artikel gelesen, dass zum Beispiel durch den Mischverkehr, den wir de facto haben zwischen Böblingen und Herrenberg, dass das schon dazu führt, dass in den Hauptverkehrszeit bestimmte S-Bahnen, die eigentlich im Takt drin wären, ausfallen müssen. Also auch heute schon haben wir durch den Mischverkehr, der da draußen existiert, Probleme mit dem S-Bahn-Verkehr. Das heißt, es ist doch vollkommen klar, dass wenn wir hier einen Mischverkehr haben zwischen zum Beispiel Regionalzügen, ICs und so weiter und S-Bahnen, dass dann der Takt nicht gehalten werden kann. Das kann man heute da draußen schon sehen. Also müsste man doch auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Mischverkehr überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, jede Lösung, die Mischverkehr bringt, ist doch eigentlich schon eine untaugliche Lösung. Da hätte ich gerne eine Stellungnahme dazu. Und was war es noch? Ich war seinerzeit beim Rheinland-Institut, da habe ich Diplomarbeit gemacht und wir haben standardisierte Bewertung gemacht für Kirchheim. Das hat damals, das war 1985, 35 Millionen gekostet, diese S-Bahn-Erweiterung nach Kirchheim. Und das wurde dann, ich glaube, 30 Jahre oder 25 Jahre lang nicht gemacht, wegen 25 Millionen, ja, D-Mark damals. Das muss ich mir mal vorstellen. Was gibt denn dem Flughafen das Recht, sich für 250 Millionen Euro völlig unbegründet diesen Flughafenanschluss zu kaufen? Ja? Also das habe ich noch nicht richtig verstanden, aber vielleicht kann das der Matthias nochmal etwas ausführlicher erklären. Und dann hätte ich gern zu dem Herrn Bauer, ich war völlig überrascht über das Statement, also ich kenne diese Planung, aber ich würde gern verstehen, wie man das den Leuten, die von der Gäubahn von Süden kommen und nach Stuttgart fahren wollen, wie man das denen erklären will, dass sie im Flughafen 3 Minuten mindestens stehen. Das ist doch 6. Also, manche sagen 3, aber da muss man ja zwei Lokführer haben, dass der eine hinten raus, der andere vorne reinspringt. 90% der Leute, habe ich vorher gehört, wollen nach Stuttgart. Das kann doch nicht wahr sein, dass die da 3 Minuten am Flughafen stehen. Dankeschön. Der Gast wird kurz darauf antworten, auf die eine oder andere Frage. Genau, also auf die Fragen, die es gerade zuletzt gestellt wurden, ich glaube, das ist ziemlich laut gerade. Rohrer Kurve wird gerade überprüft, da laufen Untersuchungen und zwar für ein Überwerfungsbauwerk, das heißt also, dass kreuzungsfrei eingefädelt werden kann von der Strecke vom Flughafen kommend, dann sozusagen an der Rohrer Kurve nach links Richtung Böblingen, Herrenberg, Zürich. Möglicherweise ist es auch gar nicht so teuer, wie man denkt, weil die Topografie ein Überwerfungsbauwerk gar nicht so kompliziert werden lässt, da ja dort dann sowieso es nach oben geht. Ja. Also das wird überprüft und man geht eigentlich auch sogar fast schon davon aus, dass es nachher kreuzungsfrei wird. Ist aber noch nicht beschlossen und muss bis zum Lenkungskreis, der im April tagt, vorgelegt werden, weil es ja dann dort fixiert werden soll, genauso wie beim Lenkungskreis im April fixiert werden soll, welche Flughafenvariante weiter geplant werden soll. Die Kosten werden dann noch nicht genau vorliegen, aber sie werden da zumindest von der Hausnummer her beziffert werden können. Weil so eine Planung braucht viel Zeit. Die Zeit ist bis zum April nicht, aber man hat dann so eine Hausnummer, dass man dann weiß, ist es ein einstelliger Millionenbetrag, ist es ein zweistelliger Millionenbetrag. Also das wird man dann voraussichtlich wissen können.
sonst kann man auch nicht entscheiden, ob man es machen möchte. Dann zu dem Thema Mischverkehr. Ich lasse das gerade prüfen, weil zu dem Zeitpunkt, als der Finanzierungsvertrag gemacht wurde, da so ein Passus aufgenommen wurde, ich glaube in irgendeinem Anhang, nicht in den Finanzierungsvertrag selber, dass man von der Ausdünnung des S-Bahn-Verkehrs ausgeht, dass man sozusagen davon ausgeht, dass die Anzahl an Rollbahnzügen, die fährt, bei der S-Bahn weniger fährt, sodass dann unter dem Strich gleich viele Züge fahren, aber was natürlich für Leinfelden-Echterdingen trotzdem ein Abstrich wäre, weil die ja dort gar nicht halten und außerdem aus einer anderen Richtung kommen und woanders hinfahren. Also das lasse ich gerade prüfen und insgesamt zum Thema Finanzierungsvertrag möchte ich noch Folgendes sagen. Das Ding ist ein unglaublich kompliziertes Werk, ein Vertrag mit vielen Anhängen und Beiwerken, und es ist damals geschaffen worden zu einer Zeit, wo man davon ausging, es geht sozusagen unstrittig durch und die Projektpartner sind sich auf Dauer einig, und wo es irgendwie dann keine klare Festlegung in dem Vertrag gibt, da setzt man sich mal irgendwie bei einem Bier zusammen und einigt sich dann. Ja? So, diese Zeiten sind aber vorbei. Und deswegen werden diese Vertragstexte genauer angeguckt und deswegen auch sind diese Dinge, die nicht klar geregelt sind, Stichwort Sprechklausel, heute auch so fatal. Wie konnte eine frühere Landesregierung vertraglich nicht gleich ausschließen, an Mehrkosten beteiligt zu werden? Ja? Weil sie das Projekt unbedingt wollte und weil sie geglaubt hat, dass es sowieso nie teurer wird und es wird immer die gleiche politische Mehrheit auf allen Ebenen geben. Und damit haben wir jetzt gerade zu kämpfen, dass da eben viele Unklarheiten drin sind und Dinge, die auch zum Nachteil des Landes Baden-Württemberg formuliert sind. So, und die Frage, warum beteiligt sich der Flughafen an den Kosten? Ich glaube, so war die Frage, Bernd. Also ich kann da nur spekulieren, ich war nicht dabei, als der Vertrag gemacht wurde und ausgehandelt wurde. Aber letztlich ist die Kostenbeteiligung des Flughafens, der Flughafengesellschaft 359 Millionen, eine versteckte, erhöhte Kostenbeteiligung der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg, weil die Flughafengesellschaft beide gehört. Eine Bemerkung noch zu dem Überwerfungsbauwerk, das wäre sicher bahntechnisch eine gewisse Entlastung, eine kleine Entlastung, weil dieses eingleisige Stück im Gegenverkehr nicht mehr auftritt, aber das große Problem, die müssen gemeinsam dann im Mischverkehr zum Flughafen kommen. Das heißt, wenn die S-Bahn Verspätung hat, dann muss sie sich trotzdem mit der Deutschbahn einigen in irgendeiner Form. Einer muss warten. Ich möchte noch etwas sagen, von der Rohrer Kurve haben wir ein Problem. Wir haben beim Mischverkehr ein Problem, wir haben am Terminalbahnhof ein Problem. Ein Problem wurde heute gar nicht angesprochen, ich möchte es nur andeuten. Wenn diese Deutschbahnzüge, die all diese Probleme haben, diese Einzelprobleme, bereits dann auch schon verzögert ist oder verspätet ist oder aus dem Tritt gerät, die muss dann noch in die Neubaustrecke, die von Ulm herkommend, einfädeln und dann nach Stuttgart runter. Und diese Strecke von Ulm herkommend ist, müsste man jetzt weiter ausführen, kann ich heute Abend nicht, das führt nicht so weit, ist relativ stark ausgelastet. Hat damit zu tun, dass die sehr schnell von Ulm kommen und die von Tübingen sehr langsam einfädeln, den Gegengleis überwinden müssen, sodass dort ganz, ganz wenig freie Kapazität ist. Die sind ja am engen Korsett. Wenn jetzt die Neubahn schon eine Verspätung hat, dann wird es schwierig. Und diese Verspätung setzt sich dann fort bis nach Stuttgart hinunter und führt in diesem viel zu engen Tiefbahnhof natürlich zu ganz neuen Problemen. Mit wenigen Worten ergänzt. Das heißt, man müsste eigentlich die Wendlinger Kurve ausbauen, wie es Geisler schon gefordert hat, zu einer großen Wendlinger Kurve, dann würde es etwas günstiger laufen. Mit wenigen Worten ergänzt, Steffen Siegel meint hier die Einfahrt der langsamen Gäubahn in den schnellen Verkehr, der von Ulm kommt. Und wenn da die Gäubahn Verspätung hat, dann klemmt es an der Stelle. Jetzt, nächster Redner. Ja. Mein Name ist Claudia Mosmann. Ich bin jetzt im Gemeinderat von Leinfelden-Echterdingen. Ich war früher mal in der SPD und ich bin Vorstandsmitglied in der Schutzgemeinschaft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, als wir 1998 Lebensjahr des EG gegründet haben, wussten wir nicht, dass wir EG Stuttgart 21 sind, aber das haben wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt. Ich möchte eigentlich für Leinfelden-Echterdingen schwätzen, weil es ganz viele Bürger sind, die einfach dieses richtige Empfinden haben oder damals auch das Entsetzen richtig packen, weil es ja nicht sein kann, dass man so einen
Wort zu Scheiß auf die S-Bahn-Klasse. Es ist mir eigentlich ganz egal, wie viele Gleise am Flughafen sind, 1, 2 oder 3 oder im Kreisverkehr. Unser Problem ist der Mischverkehr. Und der Mischverkehr lässt keine Steigerung des S-Bahn-Taktes zu, sondern er reduziert es noch. Und alles Weitere, was wir brauchen, dichtere Taktfolge alle 10 Minuten und sind langfristig nicht möglich. Ich verstehe viel der Stadt nicht, weil es kommt ja auch in Sommerhausen nichts ein. Jetzt sind sie alle halbe Stunde eine S-Bahn. Was soll denn da hinten aus passieren? Wir brauchen, ich bin auch Gewerkschafter, ich weiß, wir haben ein Drittel mehr Spätdienste und ein Drittel mehr Nachtdienste und ein Viertel mehr Spätdienste. Das heißt, viele Arbeitnehmer müssen mitten in der Nacht anfangen, auch am Flughafen. Das muss ich mit der S-Bahn schaffen. Wir brauchen bessere ÖPNV. Wir brauchen nicht immer die sternförmige Fahrt nach Stuttgart runter, sondern wir brauchen diesen Ringschluss außenrum, dass wir vernetzen können. Ich wünsche mir Kreisräte, die auch mal die Filter im Kreis Esslingen vertreten. Die Böblinger machen es irgendwie besser. Die haben jetzt einen 10-Minuten-Takt. Ich gehe auch nur bis nach Kals. Die machen das andere hinten auf bis nach eine andere Linie. Die sind da aktiver. Und vielleicht sind wir so ein Landkreis aus Nürtingen, Kirchheim, Esslingen und die Filter. Da kann man wirklich viel verbessern und da müssen wir uns endlich mal, müssen sich alle Beteiligten aufeinander bringen. Also wir brauchen ganz arg diese Vernetzung. Und ich wollte zum Flughafen das eigentlich das gleiche Ähnliches sagen wie mein Vorredner. In was für einer Bananenrepublik leben wir eigentlich? Da kommt eine Flughafen-AG. Und weil das Geld nicht langt, macht sie zuerst 100 Millionen und dann macht sie 259 Millionen. Und durch das wird sie dann mit in diesem Gremium berücksichtigt und kann Entscheidungen treffen. Das kann doch nicht sein. Die Stadt Rheinfelden-Lechtingen ist auch total betroffen. Wir sind nicht in diesem Gremium drin und die Auswirkungen müssen wir tragen bzw. müssen die Steuerzahler zahlen. Es sind noch zwei Rednerinnen in der Mikrofon. Ich würde bitten, dass wir zum Schluss kommen und ich ein paar Worte noch sage. Jetzt zunächst mal Frau Wedekind aus Feigen. Aus Stuttgart-Feigen. Ich finde es gut, dass sich heute Bundespolitiker hier eingefunden haben und auch der Diskussion stellen. Denn das, was wir hier mühsam diskutieren über die einzelnen kommunalen Grenzen hinweg, ist eigentlich auf Bundesebene verboxt worden. Das ging damit los, dass der Bundestag mit seiner damaligen Mehrheit CDU, sogenanntes bürgerliches Lager, das Gutachten des Bundesrechnungshofs nonchalant ignoriert hat. Der Bundesrechnungshof war damals ja schon für höhere Kosten ausgegangen. Der Bundestag mit den entsprechenden Abgeordneten hat gesagt, interessiert uns nicht und hat damit uns Steuerzahler in die Pflicht genommen. Ich bin dafür, dass man diese Bundestagsabgeordneten künftig in die Pflicht nimmt, wenn sie von den eingesetzten Gremien wie dem Bundesrechnungshof die Gutachten ignorieren. Wenn sie sich darüber hinwegsetzen, sollen sie bitte mit ihrem Privatvermögen haften, aber nicht bei der Steuerzahlung. Leider bringt der Bundesrechnungshof den Bericht nicht, auf den wir schon so lange warten. Weil er nicht darf, weil wiederum die Bundesregierung gesagt hat, er darf keinen Bericht mehr bringen, sondern nur innerhalb der Ausschüsse berichten. Zum Zweiten, passiert, dass man gegenrechnen muss. Wir sind hier mit Pendlern auf der Stammstrecke S1, 2, 3 unterwegs. Wir haben gehört, dass sich die Verspätung aufschaukeln werden. Wir sind täglich mehr als 100.000 Menschen im Berufsverkehr unterwegs, ja, auf der S-Bahn. Diesen Menschen ist gegenüberzustellen, was jetzt mit der Mischverkehrsstrecke an zusätzlichen Nutzen für 50, 70 oder vielleicht 100 Fahrgäste am Tag erreicht wird. Das ist unverhältnismäßig, was hier den Pendlern zukommt. Gemacht werden den Parteien, die meinen, sie würden hier etwas für den Fortschritt tun. Nein, sie müssen den Schaden von den Bürgern abwenden. Und wir haben hier mit dieser neuen Planung erhebliche Schäden zu erwarten. Nicht nur in Bezug auf unsere genannten Flächenverluste, in Bezug auf den öffentlichen Verkehr, sondern noch in einem weiteren Punkt. Der Flughafen Stuttgart konnte sich deshalb nur daran beteiligen, wenn für ihn auch ein Nutzen herausspringt. Gesellschaftshaftung. Wenn er also nicht einen Nutzen hat, einen verkehrlichen Nutzen als Flughafen, und
das heißt in dem Fall auch mehr Flugverkehr, dann hat er hier Gelder veruntreut. Zumindest ist das als Laie meine Vermutung. So, was brauchen wir hier oben in dem Raum mit 200.000 Menschen, die auf der Filterebene wohnen? Mehr Fluglärm? Nein. Und deswegen der Appell auch an Sie nochmal, Herr Gastel. Wir haben jetzt im Aufsichtsrat des Flughafens eine eindeutige Mehrheit der Eigentümer und im Aufsichtsrat von den Grünen. Da erwarte ich mir ein bisschen Bewegung. Allerdings. Zum Schluss kommen und dann noch ein paar wenige Worte sagen. Also rennen Sie nicht gleich los. Ich bin die Carola Ahmed, Grüne Bürgerinitiative in Möhringen. Ich möchte noch mal ganz intensiv das Brandschutzproblem ansprechen. Weil bei allen vorgeschlagenen Trassen, das im Bereich des Mischverkehrs und bezogen auf die Tiefe des Flughafenbahnhofs, egal welches Modell jetzt verwendet wird, in keiner Weise ein Brandschutz gewährleistet werden kann. Beim Mischverkehr, weil die Tunnel zu eng sind, da bleiben dann 80 cm für Kräfte, die bergen müssen oder irgendwo zu Hilfe kommen müssen, also Feuerwehr alles. Und im Tiefbahnhof mit 27 Meter Tiefe, ich weiß nicht, wie tief sind die Alternativbahnhöfe geplant? 15. Ist auch noch zu tief. Da gibt es also überhaupt keine Lösung für Barrierefreiheit und es gibt auch für Leute wie mich gar keine Lösung. Also im Grunde genommen hat man gar keine Chance, da rauszukommen, wenn irgendwas passiert. Und insofern können wir dem ja niemals zustimmen. Was Sie da alles gesagt haben, wiederholt nur das, was wir vorhin auch vorgetragen haben. Und Sie haben in allem vollkommen recht, was Sie sagen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen wird es jetzt interessieren, was machen wir eigentlich weiter, um dieses Projekt zu verhindern. Matthias Gastel hat vorhin gesagt, es ist ganz schwierig, zu der einzig richtigen Lösung zu kommen, nämlich dem Erhalt der Gäubern auf der Panoramastrecke, weil eben der Finanzierungsvertrag und die Haltung der Projektpartner im Weg stehen. Wir werden aber trotzdem nicht ruhen. Unsere nächsten Schritte werden sein, Steffen Siegel und ich werden einen Gesprächstermin beim Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, also Hermann-Ministerium, vereinbaren und nochmal unsere Argumente eindringlich vorbringen. Wir wissen, dass es schwierig ist, aber wir wollen keine Ruhe geben, bis letzten Endes 100% sicher ist, dass was letzten Endes gebaut wird. Es kann nicht angehen, dass man genau weiß, dass die Führung der Gäubahn über den Flughafen fast sämtliche Probleme auslöst, die auf dem Filterabschnitt sind. Fast alle Probleme werden nur dadurch verursacht. Wenn man das doch weiß, dann muss man die Finger davon lassen, wegen einem völlig untergeordneten Fahrgaststrom die Gäubahn über den Flughafen zu führen. Ich habe heute noch... im Ohr, was der Rechtsvertreter der Deutschen Bahn in den Gemeinderatssitzungen hier in Leinfelden-Echterdingen und in anderen Filtergemeinden gesagt hat, auf das Argument, 90% wollen noch gar nicht zum Flughafen, nur 10%. Da war seine Antwort, wir machen jetzt ein Angebot, da werden dann schon Fahrgäste kommen. Wenn ich mit dieser Begründung eine Trasse rechtfertigen will, dann bin ich von vornherein auf dem Holzweg. Und das Problem, das Kernproblem ist, dass diese Führung des der Gäubahn über den Flughafen eine Vorgabe, eine planerische Vorgabe des Landes ist. Meine Damen und Herren, das Land ist mit seinen Vorgaben auch daran gebunden, die Eingriffe so gering wie möglich zu halten, also der Grundsatz des Mindesteingriffs. Und wenn dieser Mischverkehr, wenn diese Probleme an der Rohrer Kurve, am S-Bahn-Terminal, im Tiefbahnhof, am Flughafen vermeidbar sind, dann muss ich sie vermeiden, da ich ja eine Lösung habe, die diese Lösungen, diese Probleme zu vermeiden, hilft. Und das ist das Problem, wo wir die Verantwortlichen nochmal mit der Nase aufstoßen wollen. Vielen Dank. Ich muss noch ein paar Worte sagen, du hast vorhin gesagt, Frank. Die einzig richtige Lösung wäre der Erhalt der Gäubahn. Ich würde weitergehen und sagen, die einzig richtige Lösung ist der Erhalt des Kopfbahnhofs. Ja. Ein Unschuldig bei den Feigen und da
Das wünschen wir uns auf den Feldern, einen Ringschluss der S-Bahn. Jetzt aber zum Abschluss. Wir haben da hinten, und viele von Ihnen haben es ja gesehen, dieses bunte oder farbige sechsseitige Infoblatt produziert. Das war sicher nicht ganz billig. Ich glaube, jetzt sind auch ein paar Spendenkästchen schon durchgegangen. Das ist, wir haben es in großer Auflage drucken lassen. Das heißt, Sie können dort auch etwas mitnehmen und Ihren Gemeinderäten, Ihren Bekannten und so weiter geben. Kleine Spende wäre nicht schlecht, aber entscheidend ist, dass das auch verteilt wird. Da sind fast alle Argumente, die heute hier gefallen sind, drin. Sie können es glauben, es war nicht ganz einfach, das in der kurzen Zeit hinzubringen. Zwei Bemerkungen noch. Am Dienstag um 8.30 Uhr wird im Rathaus in Stuttgart der Umwelt- und Technikausschuss eine Sitzung haben, wo die SSB, also Straßenbahnprinzip und S-Bahn, erklären, welche Filterbahnlösung sie sich vorstellen. Die haben schon mal geäußert, dass sie den Bahnhof Plus eigentlich vorziehen, aber vielleicht können wir jetzt auch zu dem dritten Gleis noch eine Bemerkung, aber sicher nicht zu dem, was wir angesprochen haben. Komischerweise wird die Idee, die Frank Dissel vorhin sagte, gar nicht wahrgenommen. Ein Umstieg in Feigen direkt in eine S-Bahn und hier direkt zum Flughafen zu kommen, ist einfacher für die Fahrgäste, als zu einem Bahnhof zu kommen, der 200 Meter weg ist und dann darüber zu latschen. Das heißt, das wäre eigentlich direkter, aber das ist nicht unterzubringen. Und ein letzter Termin noch, nächsten Freitag will sich Käfer mit seinen Projektpartnern treffen und dort auch über die Filterproblematik sprechen. Also im Moment brennt es überall. Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass in Stuttgarter Nachrichten heute stand, dass der Dresdner Gutachter sein Gutachten nochmal im Prinzip zum gleichen Ergebnis kam, dass das hier oben nicht fahrbar ist. Inzwischen geistert es herum, dass das vielleicht gar nicht stimmt, aber egal. Wir wissen, dass es nicht klappt hier oben in der Leubahn, in der S-Bahn. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hätte nicht erwartet, dass Sie so viel Sitzfleisch haben. Jetzt haben wir schon 10 Uhr und das freut uns, dass Sie so lange da bleiben und hoffen, dass Sie gut nach Hause kommen und vielleicht sogar auch eine pünktliche S-Bahn bekommen. Dankeschön.